Ja, huhu und herzlich willkommen zurück zu Quali. Wir spielen heute eine neue Runde Vampire The Masquerade V20. Und wir, das sind die Sere als Emma Williams. Hallo. Ha, mit Ton. Ich lerne dazu. Und Joe als William Andrews alias Mortifer Morse. Abend. Und der Mischka als Jonathan Bauer. Gute zusammen. Und Leopardin 202 als Melina Farinadis. Guten Abend. Ja, und jetzt habe ich gar nicht im Vornherein gefragt, wer recappen will. Aber da wir so ein ausführliches, niedergeschriebenes Zeug haben, könnte das ja zusammen machen, glaube ich. Und wenn man Push-to-Talk hat, muss man das auch bedienen. Ja, das stimmt. Ich kann ja mal anfangen. Diesmal Dann, war's dann. Ja, also wir begannen ja mit dieser unschönen Situation, dass wir eine Leiche in der Wohnung von der guten Emma hatten, die komischerweise dort einfach auftauchte, weil der Kaiser ablebte. Naja, wie dem auch sei. Auf jeden Fall rief dann Emma einigermaßen aufgelöst, sowohl bei Melina als auch bei Jonathan an. Wir sollten schnell vorbeikommen, es wäre etwas Schlimmes geschehen. Jonathan wollte aber mit Melina nochmal privat sprechen, was sie dann auch später verschoben. Und sind dann zur Wohnung zurückgefahren. Dort haben wir unten beim Security-Mitarbeiter eine andere Dame bemerkt, die Jonathan auch vorher schon mal im, ne, war es Jonathan? Auf jeden Fall vor uns, eine von uns schon mal im Succubus Club bei der Versammlung aufgefallen ist und die sich für William tatsächlich aussprach. Und ja, wir sind diese Dame erst vorerst mal ignorierend. Und ja, dann sind wir hoch in die Wohnung, haben dort das Dilemma des toten Kaisers betrachtet und haben dann erstmal drüber philosophiert, wie wir denn die Leiche loswerden wollen können. Nach etwas hin und her sprachen wir uns dann für die Möglichkeit Säurefass aus. Wofür Portia sehr stark war und die das auch sehen wollte, was nicht wenige von uns ein wenig verstörte. Ja, überlegt uns dann aber anders da im Nachhinein trotzdem diese Möglichkeit nicht zu wählen und einfach den Kaiser in einem bereits ausgehobenen Grab zu bestatten, also dort nochmal etwas tiefer zu graben, ihn reinzutun, Erde drauf und wenn die wirkliche Bestattung stattfinden würde. Ja, dass er dann so verschwände. Abgesehen davon, bevor wir das durchführten, ist dann Emma nochmal runter zum Security Man und hat den etwas mit Präsenzhilfe bezirzt, um quasi rauszufinden, ob die Dame, die dort war, eine Kopie mitgenommen hat von den Sicherheitsbändern. Hat sie zum Glück nicht. Wir haben dann die Bänder von der jeweiligen Zeit, die das Unglück aufnahmen, uns besorgt. Und als Ausrede für den Chef des Sicherheitsbeamten über das Fehlen der Bänder, beziehungsweise wir haben, glaube ich, nur Teile gelöscht, also das, was auf den Bändern fehlte, schlug es Jonathan Sonnenwinde vor, weil der irgendwann mal ein deutsches Dokument las, was der Bastard Operator from Hell hieß. Außerdem wurde ein Zettel hinterlassen für Emma, auf dem dann draufsteht, das war dann wohl ein Nein, gezeichnet die Kaiserin. Nebenbei hat Jonathan die zerstörte Tür wiederhergestellt per Taumaturgie. Und dann, genau, haben wir genau, die Leiche ins Auto geschafft und haben die dann besagendem Plan folgend auf einem Friedhof entsorgt. Dann genau, wollten wir die Kaiserin aufsuchen, um das irgendwie nochmal versuchen gerade zu biegen, was denn dort passiert ist.
Aber wir haben... erst Maureen besucht. Sie sagte dann, ja, eigentlich brauchst du dich da nicht für zu entschuldigen. Egal. Und wir haben danach dann überlegt, ob wir beim Succubus-Club nach ihr suchen. Maureen hat übrigens sich mit Kampfesübungen beschäftigt. Was heißt, selbst für sie, die ja, ja jetzt harmlos wirkt, ist glaube ich ein bisschen übertrieben gesagt, aber der man das wahrscheinlich nicht sofort zutraut, ist die ernste Lage jetzt bekannt. Auf dem Weg zum Succubus-Club sind uns Lieferwagen aufgefallen mit den sprechenden Nummerschilder Big Ben 1 und Big Ben 2, die wir dann verfolgt haben, bis hin zu der Nähe der Wrestling-Studios, wo eine Menge dunkel gekleideter Männer rumliefen. Der Wildem hat sich dann mal verdunkelterweise vorausbegeben, um zu erkundschaften, was denn dort genau ist, und hab dort, abgesehen von der seltsamen Umstand, dass die Männer dort irgendwelche Metallkisten reinschleppten in ein Gebäude und dort lagerten, hat er auch aus dem Nebenzimmer Geräusche gehört, die wie ein Schnauben klangen. Und ebenfalls hat er eine riesige Gestalt gesehen, die fast die Breite des Raumes einnahm. Und eine große Pranke, die mit Fell bedeckt war und mit Geschwüren versehen war. Zum Glück sagt das William nicht allzu viel. Der gerade Lesende schaudert ein wenig bei dieser Erkenntnis. Gut. Und als wir gerade wieder los wollten, ist ein schwarzer Mercedes vorgefahren, aus dem eine Dame in schwarzem Kapuzinpulli ausstieg, die Kaiserin. Jonathan hat sich die Sache mal per Auspex angeschaut, hat dann gesehen, dass einige Vampire vor Ort argwöhnisch besorgt und aggressiv waren und auch einige Zeichen von Diablerie besaßen. Allerdings nicht die Kaiserin. Die sah in Anführungszeichen rein aus. Sie verschwand dann kurz vor Sonnenaufgang in dem Gebäude und wir machten uns wieder auf Richtung Wohnung und beschlossen, morgen Abend wiederzukommen und herauszufinden, was da los ist. Das war's. Ja. Also strategischer Rückzug und ja, in das wieder reparierte Apartment von Emma. Jeder hat ja sein eigenes kleines, ja, ich habe glaube ich nicht alle ein Zimmer, aber zumindest habt ihr alle eine Schlafstätte da. Ja, und am nächsten Morgen, oder Abend, besser gesagt für Vampire, erwacht ihr einer nach dem anderen und streicht euch erstmal alle einen Blutpunkt wieder ab. Und derjenige mit der höchsten Menschlichkeit erwacht als erstes. Was auch ich jetzt nicht den Überblick habe, welche Menschlichkeit ihr habt. Aber das können wir nutzen, um das mal herauszufinden, wer von euch die höchste Menschlichkeit hat. Der Jonathan hat 6. Guck mal. Ich habe 7. Ja, Melina hat auch 7. Und Joe hat ja beim letzten Mal verloren, der hat auch noch 6. Genau, dann machen Emma und Melina als erstes auf. Während Jonathan und William noch etwas Schlaf nachholen. Ja, Melina wacht voller Tatendrang auf. Also, die braucht dafür nicht so lange, um irgendwie wach zu werden, sondern das geht relativ schnell und bleibt dann auch nicht mehr lange liegen, sondern steht mal direkt auf und macht ein paar Kniebeugen und sowas und ein paar Hampelmänner neben dem Bett, um ein bisschen warm zu werden, obwohl das jetzt vielleicht nicht mehr so viel bringt. Aber es ist halt Gewohnheit. Old Habits die hard und so. Und würde mich dann mal auf den Weg in den Rest der Wohnung machen und die anderen irgendwie wachtrommeln. Wir haben echt was vor.
Und wenn wir was rauskriegen sollten, sollten wir nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, in der noch Dinge passieren können, die wir vielleicht besser im Auge behalten sollten. Also klapper ich durch die anderen Zimmer. Ich schlage außerdem vor, dass wir uns alle möglichst dunkel anziehen, sofern das nicht sowieso zur Standardklamotte gehört bei uns allen. Einfach um weniger aufzufallen und sich ein bisschen besser auch im Verborgenen verhalten zu können. Es sei denn, man hat so Fancy-Fähigkeiten wie William. Dann kann man vielleicht auch ein rotes T-Shirt anziehen oder ein gelbes, aber ich kann das nicht. Ich glaube, William und Jonathan hatten ja im Wohnzimmer genächtigt immer, ne? Irgendwie die Sitzcouchen irgendwie immer in Anspruch genommen. Und Emma, Melina und Porzia hatten ja eigene Zimmer. Ne, Portia hatte ein eigenes Zimmer und Emma und Melina haben zusammen in Emmas Zimmer geschlafen. Okay. Ja, dann ist es ja kein Wunder, dass ihr zusammen aufwacht. Zumal, wenn ich direkt neben dem Bett rumhüpfe, ne? Aber ja. Ich würde mich dann auch tatsächlich nochmal so erstmal ungläubig schauen, was du da machst und dann nochmal umdrehen. Das ist echt nichts Neues, das siehst du jeden Morgen so. Ja, aber ich bin jeden Morgen ungläubig, dass es jemanden gibt, der das tatsächlich macht. Jetzt einen schönen Schuss Blut mit Kaffee. Oh ja. Gibt es eigentlich mittlerweile Kaffeeliefer-Service? Lieferservice ist eine gute Aussage. Da bin ich schwer dafür. Ich habe ziemlich Hunger. Ja, dann los. Guck, ob es was mit Kaffee gibt. Du meinst jemanden vom Lieferservice, der Kaffee getrunken hat? Gibt es einen Starbucks-Lieferservice? Mit. Naja, der müsste ja selber was getrunken haben, ne? Der müsste Das, Kaffee im ja. Blut haben, damit das Aber kommt. weißt du, wenn die da für ein Kaffeeunternehmen arbeiten, kriegen die sicherlich kostenlos Kaffee. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach höher. Wir könnten dem Lieferanten bitten, Kaffee zu bringen, den er dann selbst trinkt. Gibst ihm einen Zehner extra und dann, ja, nimmst du sein Blut. Das kommt dem bestimmt überhaupt nicht komisch vor. Gar nicht, gar nicht. Das wahrscheinlich schon, aber ich denke, für einen Zehner extra ist das den Lieferanten ziemlich egal. Es gibt bestimmt schrägere Kunden hier in New York, oder? Was meinst du? Chicago, nicht New York. Entschuldigung, ja, Chicago. Großer Unterschied. Definitiv. Mach halt einfach, ich habe Hunger. Ja, ich rufe mal so gefühlte 10 Lieferservice an. Bestell Aber überall. wie weit ist denn der nächste Coffeeshop? Ey, bis die alle hier sind, bin ich, also wenn das hier nah dran ist, bin ich vielleicht genauso schnell einmal über die Straße gehuscht und habe mich da Ja, anderweitig aber drum gekümmert. hier an der Tür ist es einfacher zu sagen, halten Sie mal kurz den Becher, ich will mein Wechselgeld raussuchen. Das sind die Lieferboten inzwischen ja schon bei euch schon gewohnt, dass sie einen Becher Genau, halten müssen, wenn richtig. sie klingeln. Das ist immer der mit dem Richtig. Becher. So könnte ich mich wahrscheinlich auch schon melden. Ja, genau. Hier ist wieder der mit dem Becher. Also okay. Ja, also wie gesagt, ich rufe mal so, also für mich persönlich jetzt mal 5 Lieferservice an, bestelle immer die Mindestmenge für 10, $15, was auch immer die brauche. Und dann höre ich nochmal bei den anderen nach. Einen mit extra Kaffee für Melina und Emma. Okay. Ja, wird eine Weile dauern, so eine halbe Stunde. Was macht William als Morgenroutine? Er sitzt heute schweigend am Tisch. William, bei dir alles in Ordnung? Ja. Kenne dich so ruhig normalerweise nicht.
Naja, muss es auch geben. Nicht, dass ich es nicht genösse, aber willst du über irgendwas reden? Nee. In Ordnung. Ich guck mal, ob irgendwo sein Handy rumliegt. Na, wo hat William denn sein Handy gelassen? Das Handy von William ist tatsächlich nicht zu sehen. William? Ja. Wo ist denn Siri? Sehr wahrscheinlich noch auf Klo. Ich gehe mal ins Bad und guck, ob da Siri liegt. Siri steht vor dem Spiegel. Auf dem Display ein Foto. Was für ein Foto? Von Siri. Du bist hübsch genug, Siri. Komm, wir müssen mal gucken, wie es William geht. Ja, dann nehme ich Siri und gehe so zu William und wackel mit Siri vor seinen Augen. Schau mal, William, Siri will spielen. Dann beschäftige sie doch. Ich bin nicht gut genug. Du weißt doch, dass sie Ansprüche hat. Siri, spiel mit Jonathan. Jonathan guckt etwas verdattert. Ich halte Siri zu Jonathan. Ich bin jetzt Siris Spielzeug, wirklich? Ja. Und wie spielt man mit Siri? Siri, mach Snake auf. Ja. Du meinst das wörtlich? Spielen. Na, was denkst du denn? Ich, also in der Tat könnte ich sie gerade gebrauchen, um etwas nachzuforschen im Internet. Aber gut, Snake spielen ist auch eine Option. Ich hoffe, wird die beiden dem Damen an. Ich zuck mit den Schultern. William, bist du traurig, weil halt kein Wrestling läuft? Nee. Was dann? Ich weiß nicht, wie wir aus der Scheiße rauskommen sollen. Ich gucke jetzt ziemlich entsetzt die anderen an. Darüber machst du dir Gedanken? Natürlich. Krass. Also um genau zu sein, bin ich noch nicht mal sicher, in welcher Scheiße wir uns genau befinden. Vielleicht sollte ich einfach zur Kaiserin gehen. Und dann? Ich glaube nicht, dass sie dir ein Empfangskomitee bereiten wird. Wäre ja auch nicht gerechtfertigt. Der Wahrheit die Ehre zu geben, nach dem, was du letzte Nacht oder kurz vor letzten Morgen dort saßt, ist die Kaiserin mit Abstand unser geringstes Problem, William. Keine Ahnung. Könnte mir das nochmal bitte jemand erklären? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Was hat er denn da jetzt gesehen? Also ich habe nicht allzu viel herausbekommen, auch vorher schon über die Wechselbelger, Formwandler oder Werwölfe. Aber eins ist meist klar, bis auf wenige, sagen wir es, Absonderheiten, sind sie auf jeden Fall eins. Reine Diener Gaias, wie sie sich nennen, oder der Natur. Und so deformierte Kreaturen haben definitiv nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht ist das so etwas wie die Diablerie bei uns oder
Auf jeden Fall, wenn wir... Aber du hast doch gesagt, ja so, Diablerie hast du dort auch gesehen. Ja, aber bei Vampiren. Ja, das ist mir schon klar, aber wenn da sozusagen verderbte Vampire und verderbte Bärwesen sind, dann hat irgendwas oder irgendwer oder irgendetwas sie verdorben. Und was hat die Kaiserin damit zu tun? Das ist eine der Schlüsselfragen. Und das sollten wir, wenn möglich, irgendwie in den Besuch von William bei ihr einbauen, dass wir das irgendwie herausfinden müssen. Aber wenn sie damit zu tun hat, dann würde ich mich ihr auf 5 Fuß nicht nähern, bevor wir wissen, was es ist und wie wir es beseitigen können. Sie hat damit zu tun. Wer weiß, was für Kräfte dahinter stecken und ihr Schutz gewähren. Es ehrt dich, dass du, und jetzt schaue ich direkt William an, dir Gedanken um das machst, was du angerichtet hast. In Zukunft etwas eher, dann würden wir uns alle sicherlich drüber freuen, aber sich jetzt in diese Gefahr zu begeben, ohne Sinn und Verstand, das hilft keinem. Also eigentlich habe ich keinen Mist gebaut. Bitte was? Naja. Ich habe schließlich rausgefunden, was da in dem Lagerhaus los ist. Du hast einen Menschen getötet. Ich konnte ja nicht wissen, dass es ein Mensch ist. Er hat dir nichts getan. Warum überhaupt? Er wollte dich abwerben? Das war dann wohl mein Ding, oder nicht? Ich habe mich nicht abwerben lassen. Es gab keinen Grund. Ein bisschen mehr Vertrauen, William. Du hast recht. Hilft uns jetzt aber auch nicht weiter. Aber danke für die Einsicht. Na, schau ich mal. Was machen wir jetzt? Zu Melina. Du hast doch... du hast doch da so ein paar Leute an der Hand, die sich mit diesen Wehrwesen auskennen. Vielleicht können sie dir etwas über diese Verderbnis sagen. Ich kann versuchen, ob ich da was rauskriegen kann, ja. Auf jeden Fall wären da mal die Verbindungen spannend. Jetzt, wo wir wissen, dass die Kaiserin anscheinend mit denen gemeinsame Sache macht. Vielleicht sollten wir auch, wie heißt die alte Frau? Maureen? Ja, Maureen informieren. Ich weiß nicht, ob sie... Ja, informiert ist darüber, was ihre Clans Untergebene dort veranstaltet. Also ich würde ja fast behaupten, das weiß sie nicht. Aber ja, klar, wir sollten irgendwie gucken, dass wir das hier anders klären können. Und ich bin irgendwie dafür, dass wir uns nicht trennen. Die Formen, die das Ganze hier annimmt, die machen mir Angst. Und ich denke, zusammen sind wir am stärksten. Und dann passiert vielleicht auch nicht mehr sowas wie beim letzten Mal. Ja, da gebe ich dir recht. Okay, versuchen wir das. Also, wo zuerst hin? Ich folge euch. Wir warten ja noch auf das
Blut, ne? Ich würde dann mal eben kurz mich ins Schlafzimmer zurückziehen zum Telefonieren, alleine. Und komme dann gleich wieder zu euch. Ich versuche was zu klären. Dann werde ich mal dafür sorgen, dass diese Schlafzimmer hier nicht mehr lange unsere Schlafzimmer sind. Und ich gehe auch telefonieren. Aber dann in ein anderes Zimmer. Was mit wem telefoniert denn Melina? Ja, ich würde die Indianer anrufen wollen. Mhm. Ja. Hallo? Ist Indiaga, das hi. ein Hallo? Würde so tippen. Hallo. Ah, ja. Indiaga, hallo. Ja, hi. Melina hier. Ich schon wieder. Anscheinend gibt es jeden Tag was Neues, was wir besprechen müssen. Wir haben gestern was Neues rausgefunden und ich hoffe, dass du noch einmal deinen Rat bieten kannst. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wir sind in ein auf ein verlassenes Lagerhaus gestoßen, in dem diablerierte Vampire ihr Unwesen getrieben haben, Kisten geschleppt haben, und wir haben eine der unseren dort gefunden, gesehen, die anscheinend mit denen im Bunde war. Und da kommst du ins Spiel. Kannst du uns was sagen über riesige, riesige, riesige Wölfe, die aussehen, als hätten die so komische Geschwüre unterm Fell, die groß wie ein Zimmer sind? Also ich weiß nicht, ob William übertrieben hat, aber also Jetzt so mal ungefähr. langsam. William hat irgendwas gesehen? Und Riesenwölfe mit Geschwüren? Ja, also einen glaube ich nur, aber vielleicht sind die ja wie Kakerlaken, wo einer ist, könnten mehr sein. Wo? In der Nähe seines Wrestling-Studios. Also ehemals. Jetzt ist sie abgebrannt. Da hockt ein riesiger Wolf rum. Das ist nicht ungewöhnlich. Aber Geschwüre habe ich noch nie gehört oder gesehen. Also er sagte, das wäre wie wenn unterm Fell da so wirklich Geschwürknubbel irgendwie sind. Und das war Vielleicht ist ein er krank. Riesenvieh, hat er gesagt. Wie Dann. groß werden Werwölfe? Das ist eine gute Frage. Ich habe noch, also einmal habe ich welche gesehen, die in ihrer Gestalt so derart groß waren, dass es ziemlich unangenehm wurde für mich und ich habe dann lieber dieses Weite gesucht. Ansonsten kommuniziere ich mit ihnen lieber in einer anderen Gestalt. Das ist wesentlich angenehmer für mich. Das verstehe ich. Aber sie können ziemlich groß sein. Was machen Sie mit Vampiren zusammen im Bunde, die anscheinend Diablerie verübt haben? Das frage ich mich auch, denn normalerweise meiden sie unsere Art. Wo Glaubst genau du, war wir können? das? Ich beschreibe ihr den Ort, wo das war. Glaubst du, dass wir hier was auf der Spur sind, dass wir hier diese komische irgendwas aufdecken, was hier gerade versucht, unsere Stadt aus den Angeln zu heben? Ich muss mich da mit meinen Kontakten in Verbindung setzen. Das wirst du sicher verstehen. Ich werde mich, sobald ich kann, irgendwie auf den Weg machen. Könntest du dich bei uns zurückmelden, wenn du was rausgekriegt hast, was uns auch weiterhelfen könnte? Meine Nummer hast du jetzt ja auch. Ja, sicher. Wir versuchen auch mehr rauszukriegen und wenn wir noch was rauskriegen, melde ich mich auch wieder. Ich tue, was ich kann. Danke, mehr verlange ich nicht.
Gut, dann melde ich mich wieder. Ich danke dir, Njaga. Bis Tschüss. später. Wie geht das Ding denn jetzt aus hier? Der rote Hörer. Man macht's piep, dann ist er weg. Und wir haben Anstand, nicht so wie die immer im amerikanischen Fernsehen, die immer Telefongespräche mitten im so im Wipp wegdrücken. Wir haben Tschüss gesagt. So. Tja, da kommen die griechischen Wurzeln durch. Ja, dann gehe ich wieder zu den anderen zurück, wenn die dann noch im Wohnzimmer sind, und würde sagen, ich habe meine Kontakte befragt, die wusste jetzt im ersten Moment auch nichts damit anzufangen, aber sie wird sich dahinter klemmen und Bescheid sagen, wenn sie was rausgekriegt hat. Das heißt, wir könnten uns, sobald wir gefrühstückt haben, zu Maureen aufmachen. Klingt nach dem Plan, denke ich. Emma wollte noch mit jemandem telefonieren. Ich wollte halt nur noch mal irgendwie die restlichen Sachen klären bezüglich des Umzugs und der Kaufabwicklung und so. Ja, morgen würde das Umzugsunternehmen kommen. Ja, dann komme ich auch etwas beschwingter aus dem Bad zurück und sage: So, wie schaut's bei euch? Der Pizzaservice müsste in 2 Minuten da sein. Gut, und ich habe etwas zu tun für unsere Kleine hier. Porzer ist noch nicht aus ihrem Zimmer rausgekommen. Bisher. Ja, ich habe in die Richtung ihres Zimmers gezeigt, dann auf alle Fälle. Denn morgen können wir umziehen. Das heißt, sie kann heute etwas hier zusammenpacken. Das wird sie beschäftigen. Oder was meint ihr? Morgen über Tag oder morgen Nacht? Was hat er denn gesagt? Ja, Ich hatte ja eigentlich, du ich hast hatte es ja eigentlich schon nach so abgemacht, dass sie abends kommen, ja. Genau, ich hatte ja beim letzten Mal schon gesagt, dass ich dann nach sowas gesucht habe und es ein bisschen langwieriger war. Aber das, ja. Sie kommen morgen Abend und fangen dann an. Ich habe extra Nachtservice gebucht. Ist zwar teurer, aber naja. Sehr gut, sehr gut. Dann wird die werden die Bestellservice eintrudeln und ihr zieht eure Bechernummer ab. Die Becher-Nummer. Ich lächle den verdutzten Kaffeebringer an, dass ich sage, trinken Sie den Kaffee doch schnell selbst, hier haben Sie 10 extra und halten Sie mal kurz den Becher für das Wechselgeld und gibt dann den Mädels jeweils das Trinkt aber keinen Kaffee. Deck. Er trinkt keinen Kaffee. Na komm, für 20 machst du das doch sicher. Stell dir das als Naja. eine Art Mutprobe vor. Sorry, Mister, das ist mir zu komisch. Mute. Dann gib den Becher einfach so her, kriegst du kein extra Geld. Ja, scheint wohl heute Schönen die Jugend Abend noch. keine. Ja, tschüss. Geht. Dann müssen wir dem nächsten Lieferanten den Becher in die Hand drücken. Ja, bei irgendeinem der 10, die er angerufen hat, wird das doch garantiert funktionieren. Ja, wir versuchen es mit der Mutprobe nochmal. Naja. Ich sag ja, bei irgendeinen der 10, die jetzt noch kommen, wenn wird es funktionieren. Ja, man könnte unter euch 10 Blutpunkte aufteilen.
hätte gerne mindestens 4, wenn es geht. Die Tür war echt teuer. Wie viel muss man denn haben, dass man sich einigermaßen wohlfühlt? Tja, das ist die große Frage. Ich sage immer, ab 5 ist man auf jeden Fall schon mal hungrig. Okay, ich habe 6, also von daher passt das. Das wird ja, wenn wir jetzt, 10 haben und Jonathan will mindestens 4 und dann sind wir noch zu dritt, müssen wir kurz damit einrechnen. Ja. So. Ich brauche nur einen. Gut, wir können noch einen Portzer geben. Wie nett. Dann geben wir einen Portzer. Und einen William und 2 für Emma und 2 für mich. Oder sie. Und 4 für Jonathan. Dann sind sie alle verteilt. Ja, top. Und nun gehen wir jetzt zu Maureen. Maureen, ja. Also ja? Emma weist Portia an, dass sie die Sachen packen soll, ja? Oder was? Hallo? Noch da? Was? Bitte wer? Emma, bist du noch da? Sorry, ich habe gerade nicht mitbekommen. Ich fragte, ob du jetzt der Portia sagst, dass sie die Sachen einräumen soll. Ist sie jetzt mittlerweile rausgekommen? Nö. Nö. Na, wenn ich würde erstmal in Ruhe essen und so, und wenn wir uns dann aufbrechen wollen und sie ist immer noch nicht rausgekommen, dann würde ich mal an die Tür klopfen. Rein. Auch schon wach? Ich gehe rein. Mhm. Was treibst du? Spielen. Ich hätte eine wichtige Aufgabe für dich. Wäre schön, wenn du dich darum kümmern würdest. Oh, schön. Welchen denn? Morgen Abend startet unser Umzug in die neue Wohnung und ich zeig so auf die Umgebung um mich rum. Es muss noch ganz viel eingepackt werden. Ja, sie ist ein bisschen enttäuscht im Gesichtsausdruck. Ich soll alles einpacken? Das wäre nett. Ja, wär's. Kann ich mir Hilfe einladen wenigstens? Wen? Freunde aus dem Succubus-Club? Wen? Prias zum Beispiel? Ihn ja, sonst keinen. Na, immerhin. Und schreib mich an, wenn irgendwas ist, ja? Mhm. Kein Blödsinn starten. Ich schaue sie eindringlich an. Ich doch nicht. Bis später. Ja, bleibt auf der Bettkante sitzen und winkt. Was macht ihr denn, wenn ihr nicht mit einräumen helft? Wir müssen zu Maureen. Ihr braucht dringend einen Ghoul. Ich kann ja nicht immer die Scheißarbeit machen hier. Wir denken drüber nach. Gut. Ich kann auch einen besorgen. Nein, bitte nicht. Der Typ unten am Empfang war ganz nett. Der Typ unten am Empfang ist wenig hilfreich, wenn wir umziehen. Aber wir können darüber ein andermal reden. Wir müssen jetzt los. Danke für deine Hilfe. Bis später. Ich gehe raus und schließe die Tür hinter mir. Bis bald. Dann gehe ich zu den anderen. Ich hab ihr erlaubt, dass sie diesen Typ aus dem Club zum Helfen einladen darf. Müssen wir mit ihnen vorher noch das Gespräch führen? Hä?
Hast du sie dir mal angeschaut? Wen jetzt? Portia? Ja. Ach, was rede ich? Ja, bitte für das Gespräch mit ihr. Und sie schmunzelt. Oh Gott. Ich bin da so für prädestiniert, wie ein Gelähmter eine Gehirn-OP durchzuführen. Tja, wer Vater sein will, hopp, hopp. Ich lasse den Kopf hängen. Oh Mann. Ja, klopf da mal bei Portia an. Hallo? Ja. Hallo, Portia, hier ist Jonathan. Hast du kurz Zeit? Mhm. Ich muss ja jetzt gleich hier jemanden anrufen, damit ich Hilfe kriege. Ja, genau deswegen wollte ich mit dir reden. Oh. Ich positioniere mich so, dass ich ein bisschen was von dem Gespräch mitkriege und kicher in mich rein. Also, das ist ja Prias, richtig? Ein vortrefflicher junger Mann. Mhm. Und du bist ja eine vortreffliche junge Frau. Oh, danke. Und also, theoretisch, besteht ja die Möglichkeit, wenn... Nur theoretisch? Praktisch auch. Ah, danke schön. Nein, nicht nur theoretisch. Theoretisch besteht die Möglichkeit, wenn ein junger Mann und eine junge Frau sich gern haben. Mhm. Dann, also so wie wir beide. Anders. 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 Ja. Mhm. Also wir haben. Sie grinst über beide Ohren und hat die Beine beieinander geschlagen und wippt so ein bisschen mit den Füßen. Ja, Dennis mit Feuerfackel rot. Also wir haben eher so, also eine rein platonisch ist, glaube ich, das Fachwort. Beziehung in irgendeiner Art. Auch wenn Emma sagt, wer Papa sein will, obwohl eigentlich müsste ich ja. Biologisch, bevor ich Papa bin, lassen wir das. Zieht eine Augenbraue hoch. Er kringelt mit Worten. Was also, denn? Wenn eine Frau und ein Mann sich gern haben, besteht ja die Möglichkeit für kopulative Handlungen und ich weiß nicht. Mhm. Ich kann das nicht! Schmeiß die Arme hoch, renn aus dem Raum. Ich kichernd. Sie läuft hinterher und steht in im Türrahmen so: Was war das denn jetzt? Ich schaue kichernd Portia an und sage: Deine Aufklärung, mein Fräulein. Du weißt ja jetzt Bescheid. Dann grinst immer noch über beide Ohren. Ah, nee. Das hat gut getan. Bis später. Tschüss. Ja, und dann gehe ich zur Tür. Kann ich was im Internet bestellen, während ihr weg seid? Was denn? Braucht die neue Adresse dann dafür wahrscheinlich. Was möchtest du bestellen? Naja, ein Buch für Jonathan, damit er das besser hinkriegt beim nächsten Mal. Alles klar. Adresse liegt auf dem Tisch. Okay. Und dann schaue ich die anderen an. Seid ihr soweit? Jonathan steht Haare raufend am Fenster und ja. Ja, Spoon, das wissen wir alle. Nur Jonathan weiß das wahrscheinlich nicht. Genau. Es geht hier um den moralischen Aspekt. Ja, bevor er geht, kommt Portia nochmal aus ihrem Zimmer raus und geht zu Jonathan hin, der ja da irgendwie mal noch puderrot wahrscheinlich steht. Legt ihm so eine Hand auf die Schultern. Weißt du, Papa? Ja? Keine Sorge. Ich bin tot. Oh.
Ja, wird richtig tiefrot. Oh. Erleichtert gut. Vieles, oder? Also, beugst du vor, da hast du recht, aber bei mir ging es jetzt eher so um Moral und Reife. Ich bin zwar körperlich schon etwas klar. Älter, also als dafür gibt's Mann. YouTube. Mach's gut. Dafür gibt's YouTube? Na, eigentlich YouPorn, oder? Guck mal. Moralische Reife? Das ist ja noch schlimmer als YouTube. Für was habt ihr das Internet benutzt? Das ist eine Quelle des Wissens, wenn man. Aber. Aber du wolltest ihr doch Wissen vermitteln. Und sie hat es sich halt übers Internet besorgt. Oh. Ja, ich sink auf der Couch zusammen, guck nach unten, weg, schüttel nur Kopf. Ich glaube, das nächste Mal sollte das lieber William machen mit diesen Gesprächen, der kann das besser. Mhm. Aber so war es lustiger. Ich guck entsetzt zu Emma. Du hattest das geplant. Du hattest das geplant, ich fand's nur lustig. Also sagen wir so, ich wusste, was bei rauskommt. Ich fühle mich irgendwie benutzt. Auf gute oder auf schlechte Art und Weise? Wie kann man sich auf gute Art benutzt fühlen, Emma? Portia, möchtest du vielleicht mit ihm das Gespräch führen? Du meinst, ich soll ihn aufklären? Ich denke, er könnte etwas von dir lernen. Vielleicht nachdem ich hier alles eingeräumt habe. Sehr schön. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Gefällt mir, und sie guckt nochmal, Papa, besser, wenn er etwas nicht weiß. Du hast das recht, das ist lustiger. Genauso, was ich definitiv nicht lernen will, ist, wie man in dem Internet in die Abgründe der menschlichen Triebhaftigkeit hinabschlittert. Da behalte ich mir meine Seele lieber so rein, wie sie ist. Danke. Ich weiß nicht, ob man bei der Form, in der wir existieren, von reiner Seele sprechen kann. Das frage ich mich auch. Er ist doch auch tot. Aber egal. Lasst mir doch bitte meine Illusion. Tja. Gut. Ich muss jetzt hier den Umzugshelfer noch anrufen. Viel Spaß. Können wir dann jetzt endlich? Ja. Dafür lass mal los. Ja, dann geht ihr los. Auf zu Maureen. Mal wieder. Die freut sich bestimmt wieder. Wie wir da jetzt auch jeden schon jeden Abend den vorbei. Dritten Tag in Folge was immer wieder über ihr einfallen, ja. So. Ja, wo sie wohnt, wisst ihr ja. Die Tür ist wie immer offen. Auch heute. Jetzt, wo ihr das wisst. Ja, wir gehen rein, denke ich. Also klopfen an und gehen rein. Ja, Maureen sitzt auf der Couch im Wohnzimmer und hat den Fernseher an und schaut gebannt in den Fernseher. Was läuft? Irgend so eine Arztserie. Hallo Maureen, entschuldige die Störung. Oh, guten Abend. Schon wieder. Ich habe immer noch keine Törtchen gemacht. Ja, du konntest ja nicht damit rechnen, dass wir schon wieder deine Nähe suchen. Das stimmt. Das ist. Macht ihr das jetzt jeden Tag? Dann kann ich ja morgen, wenn ich weiß, dass ihr morgen kommt, was vorbereiten.
Das lässt sich so ohne weiteres nicht versprechen. Wir kommen eher, weil wir etwas herausgefunden haben, von dem wir denken, dass du es wissen solltest. Oh. Wisst ihr, wo meine Katze geblieben ist? Das leider nicht. Ist sie etwa fortgelaufen? Das weiß ich nicht so recht. Zumindest ist das Katzenfutter auf dem Balkon noch nicht angerührt. Seit wie lang? Seit heute. Ach, dann ist sie vielleicht nur unterwegs. Ich hoffe. Es geht eher um ein etwas, wie formuliere ich das, schwierigeres Anliegen. Wir hatten noch das Gespräch über die Bärwesen und... ja, also wir... Uns ist da Gett... Bitte? William guckt so traurig. Hallo? Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, Kindchen. Hallo? Hallo. Geht's dir nicht gut? Doch, mir geht's sehr gut. Das sieht nicht so aus, mein Junge. Du brauchst doch ein Törtchen, oder? Nee, kein Törtchen. Was? Kein Törtchen? Was habt ihr mit ihm gemacht? Ich zuck nur mit den Schultern. Ihr habt ihm irgendwas angetan. Steht auf und tätschelt William so an den Schultern. Er ist doch ganz außer Form. Das merkt man ja richtig. Haben sich dir wehgetan, mein Junge? Streicht dir so durchs Haar. Nee. Entschuldigung, Maureen, wir haben ihm nichts angetan. Er kam sozusagen in den Genuss des Gefühls der Reue, denke ich. Ach, wieso das denn? Das ist ja fürchterlich. Des Todes des Kaisers. Und ja. Der, abgesehen davon, von der Lage, in der wir uns gerade befinden. Welche Lage? Ach, der Krieg. Ja, das ist schlimm. Ja, und auch unter anderem ein Grund, aus dem wir noch kommen. Das sollte William, glaube ich, nochmal genau beschreiben, da es er es selbst sah. Hast du was gesehen? Ja, Lagerhalle, Kisten, jede Menge. Das ist fürchterlich. Kisten sind die schlimmsten. Nein, Kisten geht gar nicht. Wenn eins schlimm ist, dann sind das Kisten. Warum habt ihr ihm nicht geholfen? Das waren Kisten, meine Güte. Ich hau ratlos zu den beiden Damen. Vielleicht hört ihr bis zu Ende zu, es kommt noch schlimmer. Noch schlimmer als Kisten? Ja, die Kisten wurden nicht geöffnet. Aber eine Tür. Und hinter der Tür Waffel. Meine Katze. Sowas wie Alf. Alf? Ja. Den kenne ich aus dem Fernsehen. Das ist, ja. Wo? Vielleicht schreibt er Autogramme. Nein, glaube ich nicht. Der hatte nämlich Geschwüre. Was? Er ist krank? Ich glaube schon. Und dann war die Kaiserin da. Oh je, Alf ist krank und Kisten sind um ihn rum. Lässt sich so in den Sofa fallen. Kriegt so einen ganz betrübten Gesichtsausdruck. Es war nicht Alf. Es war scheinbar eins dieser... Ich sagte, es war Alf. William, bitte. Was denn? Du hast uns gestern nicht gesagt, dass es Alf war. Na, woher soll ich denn wissen, wer es war? Ich habe ihn ja schließlich nicht gefragt. Es könnte Alf gewesen sein. Es ist furchtbar nicht traurig.
William, Alf ist eine Figur aus dem Fernsehen. Was du dort sahst, war real, eine Bedrohung und keine, die wir bis jetzt kennen, denke ich. Also sagst du, dass alles, was im Fernsehen läuft, nicht real ist? Das kann man so jetzt auch nicht sagen, Herr Bauer. Natürlich, Maureen, natürlich. Fürchterlich, Kisten. Es war scheinbar ein Werwesen. Ein krankes Werwesen mit Geschwüren. Habt ihr den Krankenwagen angerufen? Er war umgeben von Vampiren, die scheinbar Diablerie begangen haben. Ah, dann haben sie sich um ihn gekümmert. Das ist doch gut. Vampire mit Diablerie. Ja, das kommt vor. Es ist fürchterlich, aber das... Wie, das kommt vor? Ja, es gibt solche Leute. Wie hießen die denn? Ich kann mir die ja mal aufschreiben, dann will ich nichts mehr mit denen zu tun haben. Das wäre ganz nett. Na, zum Beispiel hat die Kaiserin sich mit denen umgeben. Was? Sie war vielleicht selber nicht. Die Kaiserin hat Diablerie gemacht. Nein, sie hat sich mit denen umgeben. Aha. Ja, vielleicht hat sie sie zur Rechtschaffung gezogen. Was hat sie denn mit denen besprochen? Es sah eher so aus, als hätte sie sie angewiesen, für sie zu arbeiten. Ja. Das ist komisch. In der Tat. Und wir dachten, vielleicht würde es euch interessieren, dass einer eures Clans sich mit derlei Leuten abgibt. Das... Ja, ich werde sie auf jeden Fall mal danach fragen. Das ist ja fürchterlich. Andererseits, wenn es eine Scheißarbeit ist, Alf gesund zu pflegen, würde ich auch lieber Leute nehmen, die... Aber da hätte ich einen Ghoul genommen. Es war nicht Alf. Das können wir nicht genau wissen. Wie wär's, wenn Sie nachschauen gehen? Wo muss ich denn dann nachschauen gehen? Ja, ich sag ihr die Adresse und sag, das ist... Ach, das ist aber... Ja, hier ganz in der Nähe. Ja, das bekomme ich ja zu Fuß hin. Ja, dann gucke ich da mal nach. Und wenn da wirklich ein kranker Alf ist, dann kann ich ihm vielleicht ja helfen. Und vielleicht weiß der ja auch, wo meine Katze ist. Alf frisst Katzen. Genau. Wir verstehen uns, Emma. Ich schaue die anderen ratsuchend an. Jonas macht ein absolutes Lost in Translation-Gesicht. Es sah jedenfalls für uns so aus, als hätte die Kaiserin ganz oben die Finger mit im Spiel bei dieser Sache dort. Und ihr wisst nicht zufällig, ich meine, sie ist ja schließlich eine eurer Untergebenen, was sie da tut. Weißt du, ich weiß nicht immer, wer von meinen Untergebenen was tut. Ich lasse eigentlich all das tun, was sie gerne möchten, solange sie keinen Unsinn machen. Es machen aber eigentlich fast niemals jemand etwas ziemlich Unsinniges. Außer William. Ja, nee. Er ist halt noch klein. Ich schaue zu dem 2-Meter-Mann. Er hat doch euch. Wir sind genauso klein, wenn man das so sehen möchte. Ihr seid zu dritt. Und ihr könnt ja wohl auf meinen kleinen William aufpassen. Oder William, willst du hier wohnen bei mir? Ich meine, ich habe hier nur ein Schlafzimmer. Das wird eng. Nein. Siehst du, er will bei euch bleiben. Wir geben unser Bestes, aber... Es ist nicht leicht. Doch, nein, also... Jetzt sag doch auch mal was. Ich schau die anderen an. Naja,
wo ist mein Mantel? Achso, und ich brauche. Wir nehmen William weiter mit, gar kein Problem. Kommt ihr mit zu dem Haus? Ja, aber wir sollten da nicht einfach reinlatschen. Warum nicht? Weil wir nicht wissen, was das für Leute sind und was die wollen und ob die auf unserer Seite sind oder gegen uns oder irgendwas. Sie sind Freunde von der Kaiserin, dann wieso sollten sie böse sein? Vielleicht, weil die Kaiserin auch böse ist. Weil sie Diablerie-Spuren haben. Das ist aber jetzt eine ganz schön böse Anschuldigung. Kannst du das beweisen? Nur weil sie Leuten mit Diablerie Anweisungen gibt? Vielleicht hat sie ihnen Anweisungen gegeben, die Stadt zu verlassen. So sah es nicht aus. Es sah eher danach aus, als sollten sie dort etwas für sie aufbauen oder festhalten oder hinbringen. Werden sie fragen müssen. Leider weiß ich nicht, wo ihr Unterschlupf gerade ist. Aber vielleicht ist sie ja noch da. Ihr kommt ja mit, ihr helft mir. Wir kommen mit, aber ich möchte da trotzdem nicht, dass wir da alle so reingehen. Ich möchte, wir sind noch jung. Ich möchte, dass wir uns außen vor halten, dass wir erstmal beobachten und versuchen, so viel wie möglich rauszukriegen, bevor wir irgendwelche Schritte unternehmen. Denk dran, Noreen, da sind Kisten. Viele, viele gefährliche Kisten. Wir sollten vorsichtig sein. Stimmt, Kisten sind das Schlimmste. Gut, dann nehmen wir was mit, damit man Kisten kaputt machen kann. Haben wir sowas? Also, ich könnte so etwas besorgen, das ist nicht das Problem. Verbessert mich bitte, Maureen, wenn ich mich irre, aber können nicht ältere Vampire eures Clans diese Fertigkeit, mit der sie sich verstecken, oder Disziplin, mit der sie sich verstecken können, auf andere ausweiten? Möglich. Also, damit könntet ihr uns unbemerkt dort reinbringen, richtig? Wieso sollte ich? Damit wir herausfinden, ob Alf eure Katze geklaut hat. Aber das machen wir auch genau. So. Nicht, wenn die Kaiserin ihn beauftragt hat, eure Katze zu klauen. Das finden wir ja dann heraus. Also, ich hol jetzt noch ein paar Schuhe aus dem Schuhschrank und einen Mantel und etwas, um die Kisten kaputt zu machen, und dann gehen wir. Vorschlag angenommen. Gut. Mit Ermangelung eines Besseren, denke ich schon. So, ja. Und verschwindet im Schlafzimmer. Auf mich hört da wieder keiner. Boah, hoffentlich rennt die da nicht gleich einfach so rein. Wir können sie nicht in dem Maße verteidigen, wie sie vielleicht glaubt, dass sie uns an ihrer Seite als Verteidiger hat. Wir haben also nicht ihre Stärke. Eben. Ich sie hat doch gesagt, wir sind jung. Man hört aus dem Nachbarraum irgendwie was Schweres, was auf dem Boden verrutscht, verrückt wird. Braucht ihr Hilfe? Und ich schau mal in Richtung des Raumes. Nein, nein, ich komm schon klar. Wo ist es denn? Ah, da, ja. Mhm. Ich nick mal Jonathan zu und sag, wir warten schon mal draußen. Und bedeutet ihm so, er soll mitkommen. Komm gleich. Oh, ja, natürlich. Was? Warum? Weil da ist frische Luft. Ich brauche plötzlich frische Luft. Ich werde ein bisschen nervös. Lass mich einfach kurz rausgehen mit Jonathan.
Gute Idee. Ja, sehr, sehr gute Idee. Bis gleich. Ja. Na toll, wieder mal bin ich der Babysitter. Lass Jonathan bis da reingrinsen. Du machst das einfach gut, Emma. Ja, du bist einfach die Teammutti. Da kommt keiner ran. Klar, ich mache das total gut. Es passiert nie etwas, wenn ich babysitte. Keine Sorge, ich sitze hier nur am Tisch. Also du solltest langsam lieber mal den Po hochkriegen und was Konstruktives machen, anstatt dich so gehen zu lassen. Meinst du, ich sollte mich auf den anderen Stuhl setzen? Okay. Ich stehe auf und setze mich auf den anderen Stuhl. Nein, du solltest... Was hat dich in diese Stimmung versetzt? Warum bist du so teilnahmslos, so niedergeschlagen, so schlapp? Ich durfte schon, seitdem ich blöder Vampir bin, nicht mehr wresteln. Das ist es? Ja. Ich werf hilflos die Hände in die Luft und schmolle. Keine Zuschauermassen, die mich anjubeln. Mein Gürtel verstaubt. Und eigentlich ist es noch nicht mal mehr mein Gürtel. Deine Wrestling-Schule ist abgebrannt und du versuchst nicht rauszukriegen, wer das war, warum er das war und wieso und weshalb und warum. Du lässt dich lieber hier gehen, hockst dich hier hin und jammerst drum, dass du nicht wresteln kannst. Du kannst noch nicht mal mehr üben, weil dein Studio abgebrannt ist. Du solltest etwas dagegen unternehmen, anstatt hier zu sitzen und zu jammern. Alf war's. Wie, Alf war's? Alf existiert nicht. Du verleugnest Alf. Du hast gestern nicht einmal erwähnt, dass der auch nur ansatzweise so aussah wie Alf. Warum sagst du das heute? Weil ich mich jetzt ganz genau daran erinnere. Du erinnerst dich daran, dass dieses Vieh, was du gestern gesehen hast, haargenau so aussah wie Alf, der im Übrigen gerade mal 80 Zentimeter groß ist. Na, vielleicht hat Alf ja bei Jumanji mitgemacht. Bei was? Jumanji. Oder Alf hat mitgemacht bei Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Oder es war nicht Alf. Aber wenn's nicht Alf war, wer war's dann? Ein degenerierter Werwolf vielleicht? Es gibt keine Werwölfe. Es gibt Alf, aber es gibt keine Werwölfe? Nein. Tja. Alles klar, dann tut's mir, kann ich dir auch nicht mehr helfen. Ich gehe auch nach draußen. Hey, wartet auf mich. Ich folge. Und unterdessen draußen vor der Tür Jonathan und Melina. Du sahst so aus, als wolltest du über irgendetwas reden, Melina. Ja, wir wollten uns doch noch über Portia unterhalten, Jonathan. Hast du das vergessen? Ja. Und ich dachte, wir können das vielleicht besser tun, wenn Emma nicht dabei ist, da die beiden zarte freundschaftliche Bande geknüpft haben und Blutsbande vielleicht auch. Dachte ich, wir klären das erstmal unter uns. Ja, in der Tat. Der Punkt ist, wie gesagt, ich habe an Portia definitiv Diableriestreifen entdeckt. Ich habe das bei dem Prinzen angesprochen. Und der Prinz sagt, er hat sie mehrfach untersucht und hat nie welche entdeckt.
Und das lässt für mich nur die Vermutung offen, dass sie, wie auch immer, es geschafft hat, den Prinzen zu beherrschen. Was bedeutet, soweit ich Beherrschung verstehe, dass sie in der Generation unter dem Prinzen sein muss. Sprich, sie ist nicht die Neugeborene, die sie uns vorspielt zu sein. Ich hab ihr von Anfang an nicht getraut. Diese Geschichte von, ich bin eine Neugeborene und ich habe 2 Werwolfangriffe überlebt und bin ohne Kratzer da jemals rausgegangen und ältere, erfahrene Vampire sind dabei gestorben. Ich glaube, dass da sehr viel Berechnung und Kälte dahinter steckt. Richtig, und welchen ganze Vampir kennen wir, der Berechnung und Kälte dafür bekannt ist, laut einem anderen alten Vampir, den wir kennen und der irgendwo in der Stadt aufgetaucht sein soll? Helena. Glaubst du, sie ist Helena? Ich hoffe es nicht, weil ansonsten haben wir ein ganz großes Problem bei uns in der Wohnung sitzen. Ja, aber wenn sie wirklich Helena ist, glaubst du, sie würde sich einfach zum Kisten einpacken, abstempeln lassen? Sie muss ihrer Meinung nach irgendeinen Vorteil aus dieser Tarnung haben. Ansonsten könnte ich mir nicht vorstellen, warum. Auf jeden Fall ist viel zu durchtrieben, um irgendwie Neuling oder irgendwas sein zu können. Sie hat viel zu wenig Skrupel, zu wenig Menschlichkeit. Richtig, sie hätte Spaß daran, zu sehen, wie eine Person in Säure aufgelöst wird, was ich sehr verstörend finde. Sehr. Gut, wir sind uns immerhin einig, dass wir ihr nicht trauen und dass wir versuchen, mehr rauszukriegen. Wie die Frage, gehen wir beiden vor mit den anderen ein? Ja, das wollte ich gerade fragen. Wie gehen wir vor mit Emma und William? Sie haben sich beide ein bisschen mit ihr angefreundet. Bei Emma habe ich Angst, dass sie direkt konfrontieren will und bei William habe ich Angst, dass sie sich verplappert. Also behalten wir es erstmal für uns, bis wir genaueres wissen. So schwer es mir fällt, ist das, glaube ich, besser vorerst. Ich stimme dir zu. Gut. Mir gefällt diese, nenn es einfach mal, 2-Stufen-Gesellschaft in unserem Klüngel nicht. Aber im Moment fällt mir keine bessere Lösung ein. Mir auch nicht. Aber ich finde, wir werden in letzter Zeit herzlich wenig gefragt, was uns alles so gefällt und was nicht. Und wir müssen jeden Tag wieder gegen Herausforderungen ankämpfen, die uns überhaupt nicht schmecken. Dann schaffen wir eine mehr auch noch. Gut, dann heißt es somit erstmal Augen offen halten und ja, vor allem keine Regung zeigen, dass wir die Vermutung haben. Ich denke, wenn sie irgendetwas ahnt, dass wir etwas ahnen, was sie wirklich ist oder wer sie wirklich ist, dann wird sie sich ganz schnell offenbaren. Ganz schlechte Karten, ja. Ganz genau. Gut. Oh, da kommt ja Emma schon raus. Ihr lasst mich noch einmal mit diesem Vollidioten alleine. Du redest von William? Von wem denn sonst? Ich frag nur sicherheitshalber nach. Was ist passiert? Ach, diese verfickte Geschichte über Alf. Gestern war es noch ein großer Werwolf und heute existieren keine Werwölfe. Aber es ist Alf. Alf existiert. Natürlich existiert Alf. Ich setze mich jetzt auf. Aber Alf hatte doch keine Beulen unter der Haut, William. Vielleicht ist es eine kranke Version oder kranke Kopie von Alf. Aber auf jeden Fall eine böse. Das bestreite ich nicht. Das
So. Jetzt habe ich jetzt hier. Mach doch mal Platz, ich muss hier auf die Straße raus können, William. Ja, natürlich. Ich gehe zur Seite. Ja, Maureen kommt mit so einem Seniorengehilfe auf die Straße. So. Hat so einen Rucksack vorne in dieses Körbchen reingelegt. Jetzt können wir los. Warum sitzt denn Emma in einem Auto? Ich dachte, wir gehen zu Fuß. Es ist doch gar nicht so weit. Kommt sie nicht mit? Emma? Ich geh mal klopfen. Geht ihr, ich halte von hier aus Ausschau. Irgendjemand muss auch noch hier oben Bescheid sagen, dass ich weg bin. Das habe ich vergessen. Wem? Einem Nachbarn. Wer ist euer Nachbar? Den kennst du schon. Das ist der Gruselige. Warum muss man dem Bescheid sagen? Damit, falls mich jemand sucht, muss doch jemand wissen, wo ich bin. Dann geht ihr, ich sag ihm Bescheid und halte hier Wache. Ja, okay. Aber dann gehe ich nach oben. Und klopf bei dem Nachbarn. Ja. Er macht die Tür auf und dieser Mann mit den wenigen Haaren auf dem Kopf und der furchtbaren Aura, die dich jetzt, wo du ihn wieder siehst, auch wieder einholt. Ist einfach ungemütlich, dem gegenüber zu stehen. Du siehst wieder in das Apartment rein, was irgendwie total geleckt aussieht. Ich gehe einen Schritt zurück, störe, aber ich wollte Ihnen nur schnell sagen, dass Maureen mir aufgetragen hat, Ihnen zu sagen, dass sie weg ist. Nur, dass Sie sich nicht wundern. Wo ist bis später und dann drehe ich mich um und gehe. Hallo? Wo ist sie hin? Etwas untersuchen. Wo denn? Ich gebe ihm die Adresse. Ah. Gut. Danke. Ich hau schnell ab. Ja. Da draußen schiebt Maureen so diese Gehhilfe vor sich her, so. Kommst du, Jonathan, beim Herr Bauer und Natürlich, Maureen, gar kein Problem. Ich bin direkt neben Ihnen. Perfekt. Wir müssen ja noch um die nächsten drei Ecken und dann ist es ja gleich schon da vorne. Ja, genau. Ein bisschen Bewegung schadet nie. Man muss in Form bleiben, gerade in meinem Alter. Schaut sich um, ob andere Leute irgendwo hier sind, aber wir haben doch überhaupt gar keine Veränderungen am Muskelapparat oder Knochenapparat, ob wir uns bewegen oder nicht. Man muss den Schein wahren, Herr Bauer. Schein natürlich! Was meint ihr, warum ich mit dieser Gehhilfe durch die Gegend laufe? Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil die Leute denken, was macht die alte Frau? Die braucht doch eine Gehhilfe. Das ist Maskerade, Mr. Bauer, Maskerade! Korrekt. Oh, warten Sie kurz, da kommt jemand. Guten Abend! Irgendwie so ein Typ, der die Straße langläuft. Ja, Oma Elsa, siehst du? Und hier ist die, füge Straßennamen ein, da fahre ich morgens immer zur Arbeit. Das ist ja interessant. Ja, läuft die Straße an euch vorbei. So, jetzt können wir weiter. Kommt Emma auch mit und... ja, gut. Ja, dann läuft ihr irgendwie die paar Blöcke weiter, irgendwie bis zu dem Punkt da nahe bei der Wrestling-Arena. Es dauert schon noch etwas, weil zu Fuß es doch gar nicht so nah ist, als wie ihr gedacht hattet. Und steht dann vor in der Straße
mit diesem Gebäude, wo William gestern drin Abend drin verschwunden ist. Es stehen diesmal keine Autos davor. So. Hier ist es. Genau, dort. Das Gebäude. Na, dann gehen wir doch mal freundlich klopfen. Was machen wir, wenn eben diese Personen wieder da sind? Ich hoffe, ihr könnt euch denen erwehren. Also wir sind jetzt nicht so geschult im aktive Auseinandersetzung, würde ich es nennen. Na, wir haben William dabei. William, wenn mich jemand angreift, dann darfst du ihn niederwresteln. Okay. Sehr schön. Ja. So, und die Frau Farinadi sieht auch so aus, als könnte sie sich wehren. Die dürfen auch wresteln, wenn sie wollen. Und Herr Bauer, Sie können ja den Rückzug sichern, während vielleicht schützen Sie die Frau Williams. Die sieht nicht danach aus, dass sie sich wehren kann. Sehr wohl, werde ich. In der Tat bin ich ein recht passabler Fechter. Oh, interessant. So, ja, dann schauen wir doch mal. Zwei Personen drin. Also klingeln wir schon mal nicht umsonst. Wo ist denn die Klingel hier? Ah, nein, das ist... Hattet ihr gestern eine Klingel? Nein. War die Tür dann offen? Ich glaube schon. Ich bin ja da rein. Drückt so gegen die Tür. Diesmal ist sie zu. Und keine Klingel. Vielleicht kann Jonathan sie aufmachen. Also ich habe jetzt keine Kenntnis davon, wie man Schlösser öffnet. Also ich könnte sie... Ist das eine Stahltür? Ist das eine Glastür oder was? Eine Holztür. Also bis ich sie mit meinem Säbel eingeschlagen habe, dauert das lange. Können jemand von euch hier Schlösser knacken? Ich klopfe einfach mal. Vielleicht reicht das ja schon. Hallo? Jemand zu Hause? Hallo? Ich weiß, dass Sie da drin sind. Aufmachen! Jetzt habe ich was ich gelernt habe. Polizei! Aufmachen! Die machen nicht auf. Soll ich die Tür einrennen? Warte mal! Und sie drückt sich sofort so an die Häuserwand. Und als nächstes wird ein Schuss irgendwie durch die Straße hallen. Deckung! Ich schmeiß mich auf den Boden. Ja, Deckung suchend auf jeden Fall. Nicht auf den Boden, William! Die schießen von oben runter! Dann lehne ich mich halt an die Häuserwand. Ich rupp in den Türeingang. Oder schieß mich von gegenüber. Nee, oben aus dem Fenster. Ja, dann, ne? Ob ich halt Richtung Türeingang. Die meinen es nicht gut mit uns. Ich denke, es ist durchaus in unserem Interesse, die Tür aufzubrechen, William. Okay. Ich stehe auf, nehme Anlauf und renne gegen die Tür. Ja, mach mal einen Check auf Strength und was könnte man denn noch nehmen? Strength und
um die richtige Stelle zu treffen, vielleicht Larceny? Larceny. Also, ich guck mir gerade deinen Charakterbogen mal an, warte mal. Habe ich den überhaupt noch irgendwo? Da. Schauen wir mal, was du hast. Nee, Larceny hast du gar nicht. Dann nimm mal Strength und Melee einfach mit purer Gewalt gegen die Tür. Ja, kurze Sekunde. Strange und Melee, ja. Müssten 7 Würfel sein bei dir, wenn du da bis jetzt nichts geändert hast. Hattet der inzwischen ein paar Mal schon Erfahrungspunkte? Mann, bei mir ruckelt es gerade. Entschuldigung. Kein Ding, wir haben Zeit. Machen denn die anderen währenddessen, während William die Tür eintritt? Also ihr seid jetzt wahrscheinlich alle an die Häuserwand gedrückt oder so, in Deckung? Genau. Ja, ja, alle in Deckung. Auf jeden Fall. Ich würde, während die sich an der Tür zu schaffen machen, nochmal gucken, ob ich irgendwie das Gelände drumherum noch ein bisschen auskundschaften kann. Also mich irgendwie an der Wand, soweit es geht, irgendwie entlang gedrückt, vielleicht nochmal ums Haus rum. Ja, das ist halt so eine langgezogene Häuserfront, da müsstest du einmal um Block rennen quasi. Also, ach so, das ist richtig, ja, okay, dann. Ja, aber mit den 4 Erfolgen bei William wird die Tür quasi aus den Angeln gerissen vor lauter Gewalt. Und ja, brichst die Tür auf und stehst im Flur jetzt. Den du ja schon kennst von gestern. Ich stehe im Flur. Kommt ihr rein? Ja, ich guck mal, ob ich Maureen irgendwie reinhelfen kann. Ja, die ist relativ gewandt. Wird sich irgendwie dann hinter William also zieht den Rucksack irgendwie von ihrem Gehlings ab und geht in den Eingang rein. Sehen wir da irgendwelche Leute? Hier unten noch nicht. Also siehst die Treppe, die nach oben führt, wo du letztes Mal auch nach oben gegangen bist. Und du siehst den unteren Bereich, wo du gestern die ganzen Kisten gesehen hast. Da sind mittlerweile keine Kisten mehr. Wir müssen die Treppe nach oben. Augenblick, Augenblick. Ja. Melina, bleibst du draußen? Und Emma, was macht Emma? Eigentlich hätte ich gesagt, ich bleib beim Wagen. Ach so, dann bist du gar nicht mit gewesen. Ja, ich, wie gesagt, ich wollte mal gucken, mir war jetzt nicht so klar, dass das wirklich eine ganze Gebäude-Riesenfront ist oder was. Weil ich wollte einfach gucken, dass uns da von draußen keiner irgendwie den Weg abschneiden kann oder irgendwie von da kommen kann. Wenn ich das alles soweit, ich sag mal, gesichert habe, insoweit, dass da keiner kommt, dann würde ich halt irgendwie mit reingehen, weil ich die auch nicht da alleine gehen lassen will. Aber ich würde immer gucken, ich habe ja eine taktische Ausbildung genossen, immer, ne, so wie man das aus dem Fernsehen kennt, irgendwie mit Waffe im Anschlag, um die Ecke erstmal gucken, irgendwie auch die Teile, die man praktisch hinter sich zurücklässt, erstmal sichern, dass da niemand mehr ist, bevor man irgendwie eine Treppe hochrennt und hinterher sind sie alle hinter einem oder so. Ja. Ja, Maureen zieht aus dem Rucksack ein Gerät heraus mit einem mit einer Gasflasche dran. Das sieht aus wie ein selbstgebauter Flammenwerfer. So, wollen wir die doch mal ausräuchern.
Wo ist denn mein Feuerzeug? Ich halte den brennenden Daumen hin. Oh, danke schön. Ja, mach das an und alle können mal eine Rötschreckprobe machen, weil da ist Feuer. Das ist rein Courage, ne? Mhm. Maureen selber scheint das nicht zu stören, aber ihr habt instinktiv Angst davor. Auf was würfel ich da bitte? Entschuldigung, ich hab's. Auf Courage. Bei den Virtues steht das. Mut, genau. Auf Mut, rechts. Ja. Ich renn schreiend weg. Scheiße. Verkackt. Ja, sogar ein Patzer. Mhm. Ja, du hast Angst. Ich hab so richtig Angst. Ich renn wieder raus. Mhm. William hat auch Angst, aber links nicht so krass wie Melina. Ist Feuer nicht ein bisschen heiß? Ja. Dann geh du lieber vor. Es spiegelt sich so in den Augen von Maureen so diese Flamme von dem Gas, die Standardflamme des Flammenwerfers so ein bisschen. Wo ist der Jonathan noch? Warten wir noch. Ja, der ist hat wie gesagt einen Erfolg hatte ich gewürfelt und würde sich dann hinter Maureen bewegen. Mhm. Gut, dann ist ja für William noch ein Puffer dazwischen quasi. Mhm. Und Maureen stapft dann die Treppe hoch. Ja, ich würde dann mal meinen Säbel ziehen. Mhm. Ja. Und hinterher gehen. Gut, oben geht es halt nach rechts ab. Erst in dieses eine Zimmer, was so über dem Wohnzimmer ist, und dahinter scheint ja noch dieses andere Zimmer gewesen zu sein, wo gestern der Werwolf drin war. Ansonsten gibt es hier nur noch eine andere Tür nach links. Die ist ja dann links geschlossen. Die andere Tür ist offen. Aber sehen tut er gerade keinen. Wir müssen da lang. Maureen schaut so nach rechts. Braucht euch gar nicht erst verstecken. Und sie schießt so einen Feuerstoß Richtung offenes Zimmer. Und das ist einiges heißer und flammiger als die kleine Flamme, die ihr eben hattet. Ja, ich denke mal. Springe instinktiv zur Seite. Ja, man hört aus dem Nachbarraum, hört man, wie sich Leute bewegen. Von der Öffnung weg, also tiefer in den Raum wahrscheinlich. Wahrscheinlich haben die so hinten neben der Tür halt gelauert und jetzt. Sie sind in dem Raum, ich kann sie sehen. Sie haben Angst, los, Herr Bauer, vor. Ich sichere die Treppe. Sind es Menschen oder? Nein, Vampire. Sie kommen aber nach. Ich sichere die Treppe. Das heißt nein. Wenn irgendwas da drin schlimm ist, komme ich schon nach. Also los. Gut, ja, dann in Gott vertrauen, beziehungsweise in dem Kontext Maureen vertrauen. Mhm. Bist gemutet. Schleiche ich mich mal in den Raum rein und versuche da irgendwie in Deckung zu bleiben. Mhm. Auch mal Dexterity Stealth. Ja. Schleichen. Oh, doch so. Hm.
Success, ja. Ja, du blickst in den Raum rein und ja, du siehst dann mehrere Kisten, die da aufgestapelt sind. Du kannst so zwei Köpfe sehen, die hinter den Kisten gerade irgendwie nicht nach unten ducken, als du reinkommst. Du kannst dich hinter so einem Schrank verstecken, der direkt neben der Tür steht. Genau. Ja, da gibt es noch eine weitere Tür, die halt noch tiefer reingeht, die ist geschlossen. Wahrscheinlich die Tür nach der Beschreibung, die William euch gegeben hat, wo gestern der Werwolf hinter war. Ja, wenn die sich so gar nicht bewegen, würde ich einfach mal sagen, los, keins Kinder, kommt raus und erklärt euch, dann werden wir euch nichts tun. Ja. Wir machen einfach mal eine Inni. Mein Spielleiterschirm mal hier rauspacken. So. Ja. Einmal Inni würfeln alle. Initiative Wert plus W10. Und einmal dann in den Chat, damit ich weiß, wer dran seid. Wo steht denn der Inni-Wert? Also W10 plus Inni sagst du ja. Dexterity und Wits. Mhm. Die Punkte zählst zusammen, würfelst ein W10, zählst die Punkte, die du würfelst, drauf und das ist dann Inni-Wert. Genau. So, Mischka hat 7. Und William hat 10. Und Melina kann ruhig mal mitwürfeln. 9. Und ich würfel einmal für Maureen. Nicht die 20. Das sind dann 10. Dann ist als erstes wird Folgendes passieren bei Jonathan. Da wird sich oben so eine Minigun irgendwie über die Kisten erheben und eine Feuersalve in deine Richtung abschießen. Kurze und schlägt da in deinen Schrank ein und durchsiebt ihn ziemlich. Trifft dich aber nicht. Und dann ist William dran. Ja, ich gehe in Deckung. Gehst in Deckung. Noch im Raum schon oder noch im Flur? Nee, außerhalb des Raums. Im Flur noch, okay. Gut, dann ist Melina dran. Ja, ich stehe ja draußen vor der Tür und traue mich gar nicht rein wegen dem Feuer. Das war ja gepatzt, da werde ich jetzt ja wohl nicht so schnell, also auch ja, wenn ich gerne würde. Du hast die Schüsse davon drin. Reichen die? Ja gut, das ist... Ich weiß nicht, vielleicht hast du irgendwie eine andere Idee noch. Ja. Moment, ich gucke nochmal kurz. Kann man da irgendwas nochmal gegenwürfeln oder so, ob man sich ja, dann irgendwie nochmal Courage, dass man... Falls du schon Angst hattest, gegen die 7 am besten.
Gegen die 7, okay. Traust dich immer noch nicht rein? Ich bleib draußen. Gut, dann kommt eine großkalibrige, also großkalibriger Revolver, der über die Kisten und schießt einen Schuss ab Richtung Jonathan, aber auch der verfehlt dich und schlägt hinter dir in die Wand ein. Und dann ist Jonathan selber dran. Das ist gut. Ich gute Frage. Ich habe Academics 4, aber keine Technology. Habe ich das Wissen über die Funktionsweise von Granaten oder Brandgranaten, um eine zu erzeugen und die zu werfen? Ich würde schon sagen, ja. Ja, dann. Was ist denn Werfen, Dexterity und Melee ja nicht, oder? Athletics? Firearms würde ich trotzdem sagen. Firearms? Okay, Ja. ja, gut. Dann Willenskraftpunkt vor. Also, wir führen erstmal auf Willenskraft. Sekunde. Ja, ich nehme die einfache, also die normale Erschaffung, nicht die permanente. Weil dieser Gegenstand muss ja nicht allzu viel lang da sein. Gib dann einen Willenskraftpunkt aus für den Wurf und würfel das Werfen. Na gut, hätte ich auch so nicht machen. Dann hätte ich drei Erfolge zum Werfen. Okay. Dann fliegt dein Molotow-Cocktail oder was auch immer du da hast über die Ja, Kisten. Phosphorgranate. Und ja, ich habe keine Ahnung, was das für Werte hat, musst du mir sagen. Ja, Wenn du mach sowas kurz nach. benutzt, musst du es mir sagen, was das macht. War klar. Sekunde, jetzt suchen wir kurz nach Waffen. Phosphorgranaten. Sehr cool in so einem kleinen Raum. Ja, ich habe so verstanden, als wäre da irgendwie eine Barriere zwischen Ja, uns. Kisten halt, ne? Die sind böse, die Kisten. Haben wir ja gelernt. Auch in dem V20-Regel wachsen immer Waffen drin. Ich such mal. Vielleicht weiß der Chat sowas, ja. Können wir auch mal fragen. Also hier stehen jetzt Schusswaffen drin. Würde ich mal sagen, ist eine Granate ähnlich wie eine Schrotflinte, also macht 8 Schaden. Und bei einer Phosphorgranate würde ich jetzt einfach sagen, ruft noch irgendwie Heuschreck hervor. Okay. Beziehungsweise muss man entscheiden, ob die schwer heilbaren macht für Vampire Ja, Feuer. bei Phosphor bestimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ja, dann die beide hin. Wenn die 8 Schaden macht. Das ging schnell. Stehen.
Also ich müsste halt den Schaden würfeln, aber ich habe gerade mal geschaut, bei Feuer und Verbrennungen, die Hitzequelle wäre chemisches Feuer, was Phosphor wäre, wäre Absorptionsschwierigkeit 9. Mhm. Kann gerne noch die 8 Würfel Schaden würfeln, wenn du willst. Ja, mach mal. Könnte er welche retten hier? Guck mal, siehst du. Kein Schaden. Gut, Moment. Einsatz ziehen ja beim Schaden nicht ab. Das heißt, einen Schadenspunkt. Ja, einen Schadenspunkt. Alter! Ja, okay. Das, damit können die dann doch leben. Ich muss maximal noch auf den Rollstreik würfeln. Mhm. Machen wir mal den ersten. Ja, der hat Angst. Und der zweite. Der hat sowas von Angst. Also sie haben beide Angst, können allerdings nicht weg, weil sie sind da in der Ecke. Dann ist jetzt, du bist der Letzte, der in der Runde dran ist. Dann ist jetzt wieder der eine dran, der versucht jetzt mal mit seiner Angst etwas einzudämmen. Ja, er schafft es, sich zusammenzurappeln. Und dann ist William dran. Ich bleib, wo ich bin. Bleibst, wo du bist. Gut. Dann ist Melina dran. Du hast oben eine Explosion gehört. Und die Fensterscheiben oben sind da gesplittert. Jetzt explodieren auch noch Sachen. Mhm. Das macht mich nicht unbedingt mutiger, oder? Jetzt ja, noch auf 8 würfeln oder ja, was? Also, ja, Entschuldigung, hier kann man auch zurückstellen, oder? Die Aktion, ja, oder ja. Geht das hier gar nicht? Okay, kannst, alles klar. Mhm. Wolltest du zurückstellen? Ja, das meinte ich damit. Okay. Ja. Jonathan, durch deine Granate brennt quasi jetzt ja der Raum, ne? Also musst du gleich auch, wenn du dran bist, einmal ruhig nochmal würfeln. Flammen schlagen oben aus dem ersten Geschoss aus dem Fenster, aber Melina greift sich, vielleicht ist Jonathan oder William in Gefahr und ja, stürzt sich ins Gebäude. Ja, den ersten Weg bis zur Treppe kenne ich ja noch, da waren wir ja schon. Ich versuche erstmal Distanz hinter mich zu bringen und irgendwie aufzuschließen zu den anderen. Vor oben steht eine alte Maureen mit einem ziemlich breiten Grinsen. Ja! Ja. Dann ist der zweite, der versucht sich wieder irgendwie einzukriegen. Der schafft es auch. Und dann ist wieder Jonathan dran. Ja, und danach nochmal William, wenn er will. Also du siehst jetzt dadurch, dass die Kisten halt auch zersprengt sind, also teilweise halt weg sind, die haben halt keine richtige Deckung mehr. Mhm. Das sind halt zwei, die kauern da jetzt halt an der Wand. Das ist die Frage. Aufgestanden beide, die sich ja eingekriegt haben. Wie groß ist die Feuerquelle, beziehungsweise was ist da die Schwierigkeit für einen Rüttrick? 6 oder ganz höher? Ganz normal erstmal. 6, ja. Gerade so einen Erfolg. Mhm. Haben die ihre Waffen fallen lassen oder haben die noch in der Hand die automatischen Waffen, die Minigun?
Ja, die haben, der eine hat eine Minigun und der andere hat eine, ja, so eine Magnum. War noch in der Hand. Ja, dann stürze ich aus dem Raum raus und schreie dann: Er hat eine Minigun! Ja, dann wäre William noch mal dran. Ist Jonathan jetzt draußen aus dem Raum? Ist gerade rausgelaufen. Liegt da irgendwo, also was liegt denn da so rum auf dem Boden? Ein Teppich. Okay, ja, dann, wenn Jonathan raus ist, schließe ich die Tür. Gut, dann ist die Tür jetzt zu. Gut, dann in die nächste Runde. Ja, man hört irgendwie Gerumpel von innen. Und dann ist ja William wieder dran. Gerade die Tür zugemacht. Ja, ich stelle mich links neben die Tür. Melina, gerade reingestürmt. Ja, ich muss mich gerade erstmal nochmal sortieren. Ich bin jetzt in einen Raum reingestürmt und hinter mir ist die Tür zugemacht worden jetzt, oder wie? Oder vor mir eine Tür zugemacht worden. Das, Ich habe die Tür jetzt zu ihn. dem Zimmer, wo eben die Granate drin explodiert ist, hat William zugemacht. Du bist in den Flur gerannt, aber nicht in den Ja, Raum. nicht in den Raum. Okay, alles klar. Genau, und die Tür ist zu und die Gegner sind alle dahinter. Sind denn jetzt hier im Flur noch Gegner? Ist ja langweilig. Und jetzt? Sind die denn alle tot? Nein. Die Tür ist zu, ist wie bei Schrödingers Katze. Vielleicht sind sie tot, vielleicht aber auch Hallo! nicht. Du musst es erst herausfinden, wenn du die Tür wieder aufmachst und nachguckst. Ja, das wird ja seinen Grund gehabt haben, warum er die zugemacht hat. Auf jeden Fall kontrollieren wir von hier den Aufgang und den Weg nach draußen. Das ist ja schon mal gut. Kommen die denn raus? Die sind noch nicht dran, du bist dran. Also einer war noch schon dran, aber der ist nicht rausgekommen. Man hat ein Gerumpel gehört. Das hast auch du gehört. Ja, ich ziehe meine Waffen, bringe mich in Stellung und warte, ob einer rauskommt. Dann hörst du noch mal Gerumpel und dann ist Jonathan wieder dran. Ja, ich sortiere mich draußen mal. Habe immer noch dieses ja, diesen Schreck dieser Feuersbrunst auf dem Gesicht. Und ja, gehe da in Kampfstellung. Ja, dann nächste Runde. William ist, nachdem es nochmal ganz doll gerappelt hat, wieder dran. Ich bleib da jetzt erstmal stehen. Ich erwarte die Rauskommenden, wenn sie denn rauskommen. Dann ist Melina dran. Ja, wir stehen vor der Tür und warten, ob jemand rauskommt. Immer noch. Gut. Dann wird jetzt hört ihr ein paar Schüsse und die Tür wird quasi durchsiebt von mehreren Schüssen. Und es sind Löcher drin in der Tür. Aber da keiner also in der Tür stand, treffen sie euch alle nicht. Und dann ist Jonathan wieder dran. Ja, schnell zurück, bis jemand durch die Tür kommt und dann wahrscheinlich, ich bin Rechtshänder, also links neben die Tür, dass ich mit dem Säbel quasi direkt zuschlagen kann. Gut, dann hört man in der nächsten Runde wieder ein lautes Knacken aus dem Raum. Und William ist wieder dran, der wartet wahrscheinlich wieder. Ja, klar. Gut, Melina dasselbe höchstwahrscheinlich. Dann ein weiteres Knacken. Und ja. Können das ja abkürzen, wenn ihr vor der Tür wartet, bis einer rauskommt, es wird keiner rauskommen. Es steht da jetzt 10 Minuten. Hat nicht mehr geknackt, gar nichts. Es hat vielleicht noch ein bisschen gerumpelt.
aber dann war es ruhig. Dann würde ich wieder nach unten laufen, zu Emma. Und aber die dann. Ist ja ganz ein paar Blocks weiter. Achso, die ist beim Auto. Ja, dann. Auto geblieben. Nicht zu Emma, aber nach draußen, um zu gucken, dass ich hätte einfach unten bleiben sollen, ob jemand aus dem Fenster irgendwie raus ist. Wie kannst du das denn erkennen, ob jemand irgendwann mal aus dem Fenster geklettert ist? Rußspuren auf dem Boden. Keine Ahnung. Da drin ist ja explodiert. Mach mal einen Test. Würde ich sagen. Auf Perception und Alertness kann man machen. Ja. Gegen die 8, weil das ist schwer zu finden. Zwei Erfolge. Ja, dann siehst du tatsächlich einige Spuren auf der Straße, die vom Ort des Geschehens wegführen. Dann pfeife ich mal so durch die Finger und rufe die anderen zu mir raus, die sind geflohen. Und versuche, so weit wie es geht, den Spuren zu folgen. Ja, läufst so ein paar Schritte hinterher, aber es ist jetzt keine richtige Spur in dem Sinne, also die hinterlassen keine Fußabdrücke oder sowas, aber es ist Asphalt, ja. Das ist halt nur ein bisschen, quasi irgendwie so ein Stück Stoff oder sowas vorgesehen. Hat einer wahrscheinlich verloren. Das so ein bisschen angekokelt war. Entkommen! Und jetzt. Maureen tritt die Tür ein. Feuer. Was ist das hier? Das ist Schaumstoff in den Kisten drin gewesen. Schaumstoff. Zum Dämmen. Nicht gut für Feuer. Ja, gehen wir hinterher, schauen wir mal die Kisten an. Ja, die sind halt total zersplittert und kaputt. Ja. Vielleicht wurde etwas in diesem Schaumstoff gelagert. Bestimmt. Warum so denn? Hier sind Aussparungen. Schauen wir mal die Aussparung an. Sieht die aus, als wenn eine Waffe drin läge, oder? Das sind eher so viereckige Aussparungen. Kann nur sein, dass es eine Waffe war. Viereckig. Quadratisch, also kubisch, ein Würfel oder längliches Viereck? Länglich, oder? Ja. Vielleicht Raketenwerfer. Und jetzt? Das ist eine gute Frage. Sie wollten hier etwas verteidigen oder beziehungsweise wollten uns davon abhalten, dass wir hier etwas sehen. Nur was? Es muss noch irgendwo einen Hinweis geben. William, wo war denn gestern Alf? Hinter der Tür. Ah, dann schauen wir doch mal nach. Macht die Tür auf, blickt in einen leeren Raum. Alf ist nicht da. Aber er war hier. Warte mal. Hier ist ein Spiegel an der Wand. Das heißt, es waren Werwölfe hier? Nein, das heißt, jemand hat hier wahrscheinlich in den Spiegel geschaut und sich schick gemacht.
Dafür sind Spiegel eigentlich da, glaube ich. Verstehe. Wie schließt du denn jetzt von Spiegeln auf Werwölfe? Hatten wir das nicht schon raus, dass die durch Spiegel schauen und... Ja, du. Wird verwirrt. Maureen nicht. Ah. Ja, wir haben herausgefunden, dass sie, wo auch immer sie hingehen können, einfacher machen können, wenn sie eine spiegelnde Oberfläche betrachten. Alf jetzt? Oder Vampire? Oder was? Werwesen. Ach so. Im Allgemeinen. Das ist ja praktisch. Ja. Dann sollten wir das Ding kaputt machen. Aber das bringt Unglück. Entweder Unglück oder ein Werwesen. Wir könnten ihn auch abhängen und auf den Boden legen. Mit der spiegelnden Fläche auf den Boden. Ich mach das mal. Reißt so an dem Ding rum. Rüttelt da dran rum. Und ist fest an der Wand, oder? Ja, ist halt festgeschraubter Spiegel. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Uns in den Hintern beißen, dass wir so blöd waren. Dass nicht einer draußen geblieben ist. Ich war ja draußen, warum bin ich nicht da geblieben, verdammt. Ja, aber Berliner, nochmal, einer von beiden war mit einer Minikanone bewaffnet, wenn du da draußen gewesen wärst. Also das war eine Uzi, mehr oder weniger, ne? Also keine Minigun, aber... Ah! Okay, ganz andere Klasse. Ja. Gut. Ja. Ja. Es waren zwei Bewaffnete. Sind sie geflohen und wir wissen nicht, wohin. Und diesen Ort werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht wieder aufsuchen, weil der aufgeflogen ist. Und wenn sie noch andere Verstecke haben, das war ein Glückstreffer, dass wir sie hier gefunden haben. Wir könnten das Haus abbrennen. Dann kommen sie garantiert nicht mehr zurück. Ja, aber bevor wir das Haus abbrennen, muss ich noch kurz etwas erledigen. Ich vergaß total etwas. Sekunde. Ich gehe nochmal zu einem dieser Kisten, wo diese Schaumstoffaussparungen drin sind. Mhm. Und auch den Spiegel natürlich. Ich hoffe, also liegt noch ganz auf dem Boden, aber... Sie hat ihn noch nicht abgekriegt. Noch nicht abgekriegt. Okay. Ja, dann erst zu der Kiste. Fasse die Kiste bzw. in das Schaumstoff rein und würde mal geistige Berührung würfeln. Mhm. Ja, drei Erfolge, das ist doch mal eine Aussage. Und zwar mit drei Erfolgen kriege ich weitere nützliche Informationen über den letzten Besitzer, etwa das Alter, Geisteszustand, als auch den Gegenstand zum letzten Mal benutzt hat. Also ich will natürlich rausfinden, was in dieser Aussparung drin war. Ja, da war eine Bombe drin. Sieht es aus wie ein konventioneller Sprengsatz, also irgendwie so ein Zeitzünderuhr und Dynamitstamm oder? Ja. Ah, gut. Also nur Aber es gibt davon nur eine oder gibt es mehrere dieser Kisten? Also William hat gestern hier eine ganze Ecke Kisten gesehen. Ihr habt ja gestern auch ganz viele davon gesehen. Jetzt gerade hier in dem Raum waren nur noch 8 Kisten. Ja, also Maureen, in dieser Aussparung befand sich eine konventionelle Bombe, betrieben mit Trinitrotrotol.
Aber es waren mehrere Kisten, das heißt, sie werden im schlimmsten Fall viele Bomben gehabt haben, die sich jetzt irgendwo in der Stadt befinden und ich denke, mit der Bestimmung, irgendetwas in die Luft zu sprengen. Das ist aber nicht so schön, obwohl dann, nein, es geht viel zu schnell, sie müssten das an uns normal abbrennen, das ist viel schöner. Ja, aber... Dann gehe ich mal zum Spiegel, schüttel den Kopf. Neuen Wurf machen? Mhm. Ist ja nicht dasselbe. No! Lady Luck hasst mich. Nein, der Spiegel sagt mir gar nichts. Nee. Redet nicht mit dir. Der redet auch mit jedem. Nee. So muss man Marine heißen. Ja, schüttel ich den Kopf von. Also brennen wir das Ding jetzt ab? Welcher Mehrwert hätte es? Vielleicht kommen ja nochmal. Ja, aber vielleicht kommen nochmal welche von den ehemaligen Besitzern zurück und wollen hier irgendetwas nachschauen oder so und dann könnten wir sie erwischen. Wenn sie hier zum Nachschauen vorbeikommen, dann sehen wir doch, ob es abgebrannt ist oder nicht. Lass den Kopf hängen. Melina. John, William. Maureen, es würde dir eine diebische Freude bereiten, dieses Haus abzufackeln, nicht wahr? Ja. Aber es zieht zu viel Aufmerksamkeit auf uns. Du erinnerst dich, was schon mal passiert ist, als es sehr doll gebrannt hat, nicht wahr? Feuer lassen sich nur schwer kontrollieren. Feuer sind unberechenbar. Ich bin sicher, das macht den Reiz aus für dich. Ein Teil des Reizes bestimmt. Aber wir können es uns heute nicht leisten. Spielverderberin. Du musst es einfach an dir vorbei vertagen. Ja. Macht ihren Flammenwerfer aus. Packt ihn wieder zurück in den Rucksack. Geht auf runter auf die Straße. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ihr dann den Ort verlasst. Oder wollt ihr noch irgendwas da machen? Wenn wir alle Zimmer angeguckt haben, die Kisten leer sind und sonst nichts mehr ist, also ich kann jetzt ja nochmal sicherheitshalber sagen, dass du den Spielleitern gehörst du eigentlich nicht. Ich sag nochmal, wir durchsuchen alle Räume genau. Mhm. Wenn du jetzt nichts mehr sagst, dann gehen wir weg. Ja, unten im Wohnzimmer findet ihr angebrachte Sprengsätze. Also unten an der Außenfassade. Auf was steht das Gebäude hier? Das hier ist doch auch alles dieses Viertel vom Fitnessstudio, was aufgekauft werden sollte, oder nicht? Ja. Können wir uns nicht irgendwo... Ja, die Schwierigkeit ist jetzt, da nachts dran zu kommen, ne? Aber irgendwie in den Stadtarchiven oder irgendwo einen vernünftigen Stadtplan besorgen, dass wir einfach mal gucken können, was das für ein Gebiet ist, wo die überall diese Käufe gemacht haben, um dann mal zu gucken, wenn jetzt dieses Gebäude definitiv dazugehört und sie anscheinend hier schon anfangen wollen, auch dieses Gebäude eh schon selber in die Luft zu sprengen, wenn sie Sprengsätze angebracht haben. Und wir jetzt wissen, dass dieser heilige Grund der Werwölfe gar nicht außerhalb der Stadt ist, sondern mit drin. Also es kristallisiert sich jetzt ja immer mehr raus, dass das tatsächlich hier irgendwo ist, wo wir jetzt hier gerade sind. Mhm. Im Bereich um das Fitnessstudio. Wie groß ist das? Können wir das irgendwie rauskriegen, indem wir beim Bauamt oder irgendwo, das ist ja eigentlich öffentlich, auch so, dass man diese Grundstückseigentümer irgendwie sich anguckt, wem hier das gehört und da irgendwie mal eine Skizze
eine Zeichnung von anfertigen, dass wir irgendwie so halbwegs Grenzen irgendwie aufmalen können, welcher Bereich das ist. Das wäre so Wer mein. noch weiter untersucht, könnt ihr auch nochmal Perception und Alertness nochmal würfeln alle, um die Räume nochmal genauer zu durchsuchen, weil das ziemlich schwer zu finden ist, was ihr gegen die 8. Mit vorher Willenskraft ausgeben. 5 dann. Ja, dann kommen euch die Wände hin zur Straße eigenartig vor, nachdem ihr genauer drauf guckt. Die sehen aus, als hätte sie jemand frisch tapeziert. Was nicht okay, zum Recht des Gebäudes passt, weil das ist relativ alt. Ja, ich knibbel da mal Tapete ab. Guck mal dahinter. Ja, in die Tapete sind Fäden eingewebt. Was für Fäden? Silberfäden. Ah. Reicht so ein dünner Film, also Fäden in der Tapete aus, um irgendwie ein Wirbelgefängnis halt zu bauen? Eine komplette Hausfassade mit Silber durchzogen. Powerhouse. Wenn die in die Luft gesprengt wird und daneben steht ein Werwolf, tut dem das bestimmt weh. Was macht denn? Das heißt, obwohl die hier mit Alf zusammengearbeitet haben, sind hier Sprengsätze so angebaut und es sind ja auch Vampire, die es gemacht haben, dass sie schon auch trotzdem Werwölfen schaden wollen. Was ist das für eine miese Verschwörung dahinter? Ich weiß es, aber ich sag's euch nicht. Das habe ich befürchtet. Gut, das wird eine ganze Zeit lang dauern. Was macht denn Emma, während sie da im Auto wartet, die ganze Zeit? Die Ruhe genießen. Ich bin ziemlich sauer. Ja, passiert auch nichts weiter. Hin und wieder kommen ein paar Passanten vorbei. Oder sonst. Irgendwann hörst du dann von etwas weiter weg eine laute Explosion. Kommt die aus der Richtung, in der die anderen sind? Ja, du weißt ja, wo sie hingegangen sind. Ja, dann schließe ich das Auto ab und gehe mal in die Richtung. Vorsichtig. Wirst du irgendwann an dem Ort des Geschehens ankommen und siehst dann, dass halt oben die erste Etage das Fenster halt weggesprengt ist. Draußen auf der Straße liegen noch überall Glasscherben. Sehe ich die anderen irgendwo? Kommt drauf an, wo sie sich gerade aufhalten. Ihr wollt da drinnen die ganzen Räumlichkeiten durchsuchen, das wird ja wahrscheinlich drinnen sein. Wahrscheinlich, wenn du genauer hinguckst, kannst du irgendwie einen von den durch das Fenster unten im ersten Stock sehen. Dann gehe ich mal rein und suche einen von denen. Also. Die Tür ist aus den Angeln gerissen. Hallo? William? Jonathan? Wir sind hier. Gehe in die Richtung, wo ich eine Stimme höre. Was ist passiert? Jonathan hat Feuer gemacht. Was? Wo ist der? Hier, wir durchsuchen die Räume. Warum hast du Feuer gemacht? Weil wir von Vampiren mit ziemlich gemeinen Waffen angegriffen wurden.
Und wir mussten uns unsere Haut erwehren. Ja, das seht ihr mal, wenn ihr das passiert, wenn ihr mit William alleine seid. Ich habe diesmal gar nichts gemacht. Ich glaube auch nicht, dass das an William lag. Da nehme ich ihn mal in Schutz. Ja, und nun? Habt ihr was rausfinden können? In den Kisten oben, die William schon sah, waren Bomben. Die meisten davon sind nicht mehr da. Ein paar fanden wir hier am Gebäude. Aber wo die anderen sind, das ist... Warum sollten sie das Gebäude in die Luft sprengen, in dem sie selber tätig sind? Ich denke, da wir Silberfäden in der Wand fanden, ist es eine Art Schutzmechanismus, um eventuell angreifende Werwölfe zur Strecke zu bringen. Aber sie haben doch mit den Werwölfen zusammengearbeitet. Das ist die Frage. Vielleicht gibt es dort mehrere Fraktionen, so wie bei uns auch. Der Werwolf, den du gesehen hast, ich meine natürlich der Alf, den du gesehen hast, William, war der gefangen oder hat der da wirklich mitgeholfen? Keine Ahnung, die Tür war ja nicht ganz auf. Also, es konnte sein, dass er da gefangen war. Ich habe nur gesehen, dass er verletzt war. Verletzt? Naja, diese komischen Dinger hatte er da. Ach, das ist mir alles zu hoch. Ich werfe die Hände in die Luft und guck genervt. Und die Internetrecherche dann noch machen für die Viertelpläne? Genau, das würde ich dann übernehmen. Ja. Intelligence und Computer? Intelligence und Computer, Sieht gut aus. Hoffe ich. Ja, hier. Ja, die Lack mag ich wieder. Siehst du mal. Muss nur drohen. Ja, was wolltest du jetzt genau rauskriegen mit deiner Untersuchung? Muten, nicht vergessen. Entmuten. Was sagten wir? Blaupausen von dem Gebäude? Das wird zum letzten Mal nicht geben. Ja, nicht nur, nee, nicht von dem Gebäude, aber so. Es muss ja eigentlich so Bebauungspläne der Stadtviertel geben. Und es sind ja viele Gebäude in der letzten Zeit um Williams Wrestling Studio herum aufgekauft worden. Das hatten wir ja rausgekriegt. Ja. Dass das alles sich auf ein bestimmtes Gebiet begrenzt. So, und ich möchte jetzt gerne mal irgendwie praktisch im Kreis drum machen können oder ein Ei oder was auch immer das für eine Form ist, was für eine Gebietsgröße da gerade nach und nach aufgekauft wird. Und dann einfach zu gucken, weil wir ja nun wissen, dass ich kann da gerade nichts dran machen, dass ich komisch schlecht zu verstehen bin. Das ist schon seit Beginn des Streams so. Das hatten wir letztes bei DSA auch schon. Okay. Wo war ich jetzt? Genau. Und dass wir einfach gucken, was für eine Gebietsgröße das ist, weil wir jetzt ja auch wissen, dass dieses Heiligtum der Werwölfe irgendwo auf dem Stadtgebiet sein muss. Ich weiß, das werden die ja nicht irgendwie, ne? Vielleicht ist das irgendwo hier auf diesem Gebiet und wenn man hier was wegsprengt, macht man da vielleicht bei denen was ganz Wichtiges kaputt. Mhm. Oder so. Das geht jetzt bei mir gerade. Das ist halt die gesamte Gegend halt um die Wrestling-Arena herum. Das heißt, es sind ein paar Blocks oder ist ein Straßenzug oder so zwei, drei Blocks rund um das
Ja, es ist halt die Wrestling-Arena und dann daneben halt noch ja, das sind halt so ein großer Platz und irgendwie ein paar Lagerhallen. Parkhaus. Und da um das Gebiet, um die Arena rum quasi, wurde die Sachen aufgekauft. Und Williams Wrestling Studio ist quasi zwei Blocks quasi von diesen Sachen weg. Und das sind jetzt aber alles keine Gebäude, wo man jetzt Die sind so jetzt laut deiner Recherche, augenscheinlich. also laut Jonathans Recherche, sind die alle aufgekauft. Rundum. Ja, aber darf ich die Frage zu Ende stellen? Dann weißt du auch, was ich fragen will. Genau, das sind jetzt keine Gebäude, die auch jetzt augenscheinlich irgendwie einen besonderen Wert hätten, weil du jetzt gerade irgendwie sagtest, Parkhaus oder irgendwie so. Klar verdient man sich heutzutage mit Parkhäusern in Städten eine goldene Nase und so Was weiter. haben denn Häuser für Werte? Aber. Da sind auch gute Häuser bei. Ja, aber jetzt nichts, wo man sagen würde, oh, das ist jetzt hier das riesenbesondere Ding und deswegen wollen die Die das stehen alle unbedingt haben leer. oder so. Ja. Also außer die Arena und die, also das, was da quasi in der Mitte ist. Die Arena ist noch im Betrieb. Vielleicht sollten wir uns die Häuser mal anschauen. Ja. Meine, theoretisch, das ist jetzt nur wirklich eine Theorie, aber wenn diese Wand, die gesprengt wird, würde natürlich die daneben stehenden Werwölfe wahrscheinlich töten. Aber es würden ja auch Partikel davon in die Luft kommen. Wenn man das im größeren Stil macht, könnte man eine große Masse an Werwölfen, die sich in dieser Gegend befinden, damit schädigen oder irgendwie, ich weiß es nicht. Das heißt, es ist wohl eine Art aufgebaute Falle. Sollten wir sie dann entschärfen? Nochmal, wenn die, die hier waren, die Vampire und diese komischen Werwölfe gegen die anderen Werwölfe kämpfen wollen, vielleicht damit einen Krieg mit den Vampiren entfachen wollen, wer weiß das schon so genau, sollten wir sie definitiv entschärfen. Wir sollten alles tun, um denen ins Handwerk zu pfuschen. Und wir sollten uns mal die Kaiserin schnappen und verhören. Ich schaue Gucken, mal was zum sie sagt. Marine, wie sie darauf reagiert. Zuckt nur mit den Achseln. Klingt ganz plausibel. Wie entschärfen wir das Ding denn hier? Vielleicht doch alles abbrennen. Ja, aber dann würde ja genau das passieren, Maureen, was diese Werwölfe vorhaben. Ja, Ich weiß nicht, ob. aber zu der Zeit, wo wir das wollen, nicht wo wir das andere wollen. Es könnte vielleicht aber trotzdem die Werwölfe wütend machen und auch in den Krieg treiben. Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Haben wir jemanden in der Gesellschaft, der sich mit Naja, Bomben auskennt? streng genommen, es existiert eine Blutjagd auf die Werwölfe, also wäre es gar nicht so verkehrt. Ja. Melina, du sagtest doch, du hättest Kontakte zu jemandem, der mit diesen Werwesen paktiert. Vielleicht sollte man sie warnen. Ja, das werde ich gleich tun. Das wieder anrufen. Yep. Dann klingelst du durch und es nimmt keiner ab. Die grüne Taste brumm ich so vor mich hin. Geht gerade keiner ran. Würde fast gerne hinfahren, aber
Können wir uns teilen? Können wir irgendwo in der Nähe warten? Es ist wirklich keine gute Idee, wenn du im Moment irgendwo alleine hingehst. Na, ich versuche es erstmal weiter am Telefon. Und ihr bleibt weiter vor dem Haus stehen. Was müssen wir denn jetzt hier noch machen? Ich dachte, wir machen jetzt die Bomben kaputt. Ich habe keine Ahnung, wie man Bomben kaputt macht. Und Wir ich. sollten uns vielleicht erstmal an den anderen Häusern finden. Zeig mir, wie sie aussieht, dann kann ich an den anderen schauen, aber ich bin kein Experte. Wie wäre es denn, wenn wir einfach einen anonymen Anruf absetzen, dass hier Bomben sind, dann kommt das Bombenentschärfungskommando. Ja, die Gar wüssten auf keine jeden so dumme Idee. die wüssten auf jeden Fall besser, wie man die Dinger entschärft als wir. Das ist nicht so schlecht. Ein Versuch ist es wert. Ja, lass das mal Praktisch machen. würde es sein, dass sie ihre Spitzel bei der Polizei haben und dadurch gewarnt werden. Ja, aber nichtsdestotrotz würden die Bomben entschärft, oder? Und dass wir hier waren, das wissen Sie doch sowieso. Ich meine, ihr habt die Typen doch nicht erwischt, die hier drin waren, oder? Gut, dann ist anrufen oder nicht anrufen? Ja, ich weiß, dass hier in der Nähe noch so eine alte Telefonzelle ist, die über die würde ich dann anrufen und meine Stimme so ein bisschen verstellen. Okay. Dann sagte der Polizei quasi anonym Bescheid, dass hier Bomben verteilt sind. Bombendrohung, ja. Ja, und Melina fährt unterdessen in Jaga. Ist mir ja gerade untersagt worden. Ich Oh, das versuche es stimmt. weiter telefonisch. Ne, geht keiner ran. Wenn das weiterhin nicht funktioniert, jetzt länger nicht, dann würde ich wahrscheinlich trotzdem hinfahren. Alleine oder nimmst du Leute mit? Ich habe versprochen, nichts zu sagen. Du sagst Ich nichts. Du nimmst uns mit. Ah, Feinheiten. Oh, wenn ihr euch verplappert irgendwo, ich bin so geröstet. Vertraust du uns nicht? Ich vertraue euren guten Absichten, aber ich bin manchmal nicht so sicher, ob das reicht. Ich heb die Hände so hoch. Deine Entscheidung. Ich kann euch nicht mitnehmen. Ich habe ein Wort gegeben. Also fährst du alleine. Ja. Gut. Die anderen hätten jetzt die Möglichkeit, dir heimlich zu folgen, wenn sie das denn wollen, aber gut. Nee, das wäre ein Vertrauensbruch in der Gruppe. Da würde sich Jonathan dagegen aussprechen. Sieht's mit den anderen beiden aus? Mich interessiert nicht, was die macht. Ich verstehe die Argumentation. Okay. Ja, Melina fährt zu dem Haus von Inyaga, kommst an und die Tür steht offen.
Du als Vampir kannst von draußen Blutgeruch riechen. Scheiße. Ich ziehe meine Waffe und würde trotzdem langsam auf das Haus zuschleichen. Mhm. Mach mal Stealth und Dexterity. Locker. Jo. Schleichst du dich zum Haus? Fronttür oder irgendwo anders hin? Ich würde tatsächlich erstmal in Richtung der Fronttür gehen, allerdings nur erstmal so den Kopf so ein bisschen gucken, aber dann erstmal eine Runde ums Haus machen und gucken, ob ich durch Fenster irgendwie einen Blick erhaschen kann. Also die drumherum. Fronttür ist nicht nur offen, siehst du jetzt, sondern die ist quasi aus den Angeln nach innen gesprengt und es sieht ein riesiger, großer Kratzspurenabdruck da drauf. Alter Vater, Scheiße. Ja, ich laufe um das Haus herum, gucke durch Fenster, ob die noch da sind. Fenster sind teilweise kaputt, also nach draußen, manche auch nach drinnen. Und die meisten aber nach draußen. Und die inneren Räume sind alle ziemlich blutgetränkt. Die ganzen Wände sind voll, der Boden ist voll. Aber Leichen siehst du keine. Aber Aschehaufen. Jede Menge. Scheiße. Vor allem, wenn die Fenster alle nach draußen geflogen sind. Das klingt ja fast wie explodierende Druckwelle, ne? So, pff. Ja. Kann ich irgendwas hören und sehen, dass sich dann noch irgendwas bewegt? Nee, wenn ich dann einmal rum bin und das Gefühl habe, es ist niemand mehr da, würde ich mich vorsichtig ins Haus wagen und mir das Schlachtfeld mal angucken. Ja. Ob ich da noch was sehen kann. Wie gesagt, überall Blutspritzer an den Wänden, auf dem Boden. Mehrere Aschehaufen. Siehst du einen menschlichen Leichnam in so einem abgesperrten Raum, blutleer. Finde ich, abgesehen von dieser riesen Kratzspur an der Tür, noch andere Hinweise darauf? Ja, es hatte auf jeden Fall einen Kampf stattgefunden. Also du siehst Einschusslöcher irgendwie in den Wänden, du siehst, dass die Möbel querdurch und querdurch verteilt sind. Also hier hat ein großer Kampf stattgefunden. Okay. Kann ich mir Indiagas Schreibtisch nochmal angucken? Oder dieser Tisch, an dem sie saß, als ich sie letztes Mal besucht habe? Der ist kaputt gebrochen, aber der ist noch da. Ja. Ja. Irgendwas ist da wahrscheinlich oben drauf gekracht oder so. Ja, aber gibt es da Aufzeichnungen? Kann man irgendwie sehen, woran sie zuletzt irgendwie gearbeitet hat? Oder irgendwie so? Finde ich ihr Telefon vielleicht? Wenn du das Haus ganz lange durchsuchst, kannst du das Telefon garantiert finden, ja. Wird in einem Aschehaufen drin liegen. Und ist ziemlich kaputt und verbrannt. Mist. Aufzeichnung findest du allerdings keine. Keine. Ja, gut. Auch die Umzugskisten siehst du nicht, die hier waren.
Die Umzugskisten sind weg. Die hatte ja ihre ganzen Zeug in Umzugskisten gepackt. Ja, okay, aber das... Hast. Ja, das weiß ich wohl noch, aber das macht diese Info, macht gerade das aus einer Theorie. Oh Gott, ich habe gemacht, dass die umgebracht wurde, weil sie zu viel gefragt hat, um Sachen für mich rauszukriegen. Theorie 1, immer noch aktuell, aber auch Theorie 2, sie hat das hier mit Freunden so gestellt und ihre Kids Sachen sind weg und sie hat sich verpisst, weil es ihr zu heiß geworden ist. Und Tschüssikowski mit Fancy-Schmancy-Ende, die sucht keiner jemals mehr irgendwo wieder. Ziemlich gangrelesk, wenn du mich fragst. Tja. Naja, gut. Mit dem Massaker, in dem Melina da drin steht und mit den anderen, die immer noch irgendwie vor dem Haus stehen und vielleicht gerade dabei sind, wegzugehen, weil die Polizei rückt ja jetzt wahrscheinlich irgendwann an, die Emma geholt hat. Können wir euch dann entlassen für heute, denn es ist schon 15:15. Und ja, ich bedanke mich dafür, dass ihr mitgespielt habt und dass ihr da draußen zugeguckt habt. Natürlich auch. Und wenn ihr es auf YouTube nachguckt, hinterlasst uns doch einen Kommentar, wie ihr es fandet, was euch besonders gut gefallen hat und einen konstruktiven Kommentar, wie wir es besser machen können, natürlich auch. Und, ganz genau. Hier gilt auch die Feedback-Challenge. Genau. Mischkas Feedback-Challenge dem muss gefolgt werden. Ne? Ja. Gab keine Wahl. So. Jonathan hat mal eben Dominate gemacht an euch alle da draußen. Feedback-Challenge. Ja, okay. Dankeschön. Ich gucke jetzt gerade mal, wer alles so da war. Irgendwie, das ist so mir ganz lustig immer. Glaube ich. Guck mal hier. Bananen. Was habt ihr alles für komische Namen? Commander Root, Dead Drew Lyko, Dickhuff Smurf, Electric All. Longboard, Hotney, irgend so ein Typ, Katze Amera, dann auch unsere Mitspieler alle, Spoon natürlich, hallo Spoon, Stefan 347, V&K wieder, ist auch wieder dabei, auch schon öfters gesehen jetzt, und Virgo Protz und Wups, oder Wuppes, Wuppes, toller Name, Wuppes, ja. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Hoffentlich hat es euch gefallen und ich wünsche noch den Segen der Nacht. Tschüss! Ciao.